Ganz herzlich willkommen zur Veranstaltung Green Cities 2035, die Energiewende vor Ort gestalten. Wir sind heute Abend, haben wir hier das Thema, wie können die Stromerzeugung aus der erneuerbaren Energien sich bis 2035 verdoppeln. Sie wissen alle, da ist gerade sehr viel Energie drauf, hier voranzukommen. Die Bundesregierung hat Osterpaket vorgelegt, Sommerpaket ist in Arbeit. Und bei all dem soll auch die Bürgerenergie und auch die Kommunen stärker zum Zuge kommen. Und vor diesem Hintergrund wollen wir heute mit Ihnen zum einen erstmal nochmal ausleuchten und hören, was sind denn eigentlich auch die Ziele, was sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung plant, um Bürgerenergie zu stärken und auch um den Kommunen die Beteiligung im Ausbau erneuerbarer Energien etwas schmackhafter zu machen. Wir wollen miteinander diskutieren, welche Erfahrungen Kommunen dabei gemacht haben, die eben auch stark auf Bürgerbeteiligung setzen beim Ausbau von Photovoltaik und Windenergie. Wir wollen miteinander überlegen, wie Bürgerinnen und Unternehmen die Energiewende vor Ort vorantreiben können und Kommunen. Und wir wollen auch miteinander beraten und hören, Erfahrungen austauschen, welche Widerstände, welche Nutzungskonflikte treten auf und wie könnten Politik, Unternehmen, Gesellschaft vor Ort damit umgehen. Mein Name ist Hanna Büttner und ich freue mich sehr, dass ich heute auch diese zweite Veranstaltung der Serie moderieren darf und freue mich auch sehr über das Interesse. Ich sehe, es sind über 100 Personen, die teilnehmen im Augenblick. Und jetzt wollen wir mal hören mit einer kleinen Umfrage, wer denn eigentlich da ist. Ich bitte mal Stefan von der Technik, die Umfrage einzublenden. Und dann wäre ich Ihnen sehr dankbar. Jetzt müsste die Umfrage gestartet sein. Wir wollen von Ihnen hören, aus welcher Region kommen Sie? Osten, Süden, Norden, Westen. Sie können gleich sozusagen schon ausfüllen. Wir wollen hören, sind Sie in einer Großstadt tätig, in einer Mittelstadt oder auch eher in Kleinstadt, Dorf, also ohne das jetzt genau zu beziffern. Und in welcher Rolle Sie mit erneuerbaren Energien zu tun haben. Auch hier aus Kommunalpolitik, Verwaltung, Unternehmen, Bürgerenergiegenossenschaften, Verbände, Parteien, Initiativen oder auch andere. Und uns interessiert, heute ist ja nochmal der Schwerpunkt auch auf bestimmte Erneuerbaren, mit welchen erneuerbaren Energien haben Sie Erfahrung vor Ort? Wind, Sonne, Biomasse, Umwelt, Wärme. So, Sie können loslegen. Die müsste gestartet sein. Stefan, ist die Umfrage gestartet? Ja. Dann kannst du die Ergebnisse mal einblenden, mal schauen, was schon mal hineinkommt. Kann jemand? Ah, jetzt. Gut. Ja, wow, ich bin beeindruckt. Wir haben eine tatsächlich sehr gute Ausgewogenheit, was die Herkunft angeht. Also die Regionen sind wirklich super vertreten. Das finde ich sehr spannend. Wir haben auch ein breites Spektrum, was die Groß-, Mittel-, Kleinstadt angeht. Auch finde ich sehr gut gestreut, scheint mir. Wir haben bei der Rolle mit auch Kommunalpolitik andere, da wäre jetzt natürlich gespannt, wen haben wir jetzt vergessen, aber wir haben auch alle Akteure dabei, das finde ich großartig. Und jetzt sind wir sehr neugierig, mit welchen erneuerbaren Energien haben Sie Erfahrung vor Ort? Wind, vor allem Sonne, viel Umweltwärme und keine Erfahrung. Vielen herzlichen Dank. Das gibt schon mal einen kleinen Eindruck, wer alles hier ist. Dann können wir die Umfrage schließen. Und ja, bevor es gleich zum inhaltlichen Auftakt geht, möchte ich noch gern ein paar Hinweise zum Ablauf geben, ein paar technische Sachen. Wer schon beim letzten Mal dabei war, das haben wir jetzt nicht gefragt, kennt das schon. Sie wissen, das ist ein Webinar, also nur die Bühne ist sichtbar. Der Chat, den nutzen wir seitens des Teams, um Informationen zu posten. Auch an der Stelle die Information, alle Links, die dort gepostet werden, müssen Sie nicht Copy-Paste machen, sondern werden auch danach, nach der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Sie können sich wirklich voll aufs Zuhören konzentrieren. Sie können natürlich auch gerne selber im Chat persönliche Dinge hineinschreiben, ein Hallo. Aber ganz wichtig, bitte für die Fragen auch nachher an die Panelisten und auch untereinander nutzen Sie ausschließlich die Frage- und Antworten-Funktion. Das sind diese kleinen Sprechblasen unten rechts.
Dort werde ich als Moderatorin und auch vielleicht noch die Panelisten hauptsächlich hineingucken, welche Fragen gekommen sind. Und es gibt die Möglichkeit, dort auch zu voten. Das konnten wir beim letzten Mal auch schon, aber diesmal werden dann auch diejenigen, die am meisten auch sozusagen Unterstützung bekommen, haben wir den Fragen nach oben gelistet. Und die werde ich grundsätzlich versuchen, auch vorrangig auch zu nutzen und einzuspielen. Nachher bei der Podiumsdiskussion oder bei der gemeinsamen Diskussion wird es auch die Möglichkeit geben, sich auch persönlich auch die Hand zu heben jetzt aus dem Publikum und auch selber Fragen live zu stellen. Da würde ich Sie dann entsprechend aufrufen. Wer das möchte, sollte sich entsprechend bereithalten, auch Kamera und Ton, dass das funktioniert. Und Sie wissen, das Ganze wird aufgezeichnet. Also das wäre dann auch mit in der Aufzeichnung mit drin. Noch eine Bitte, nutzen Sie möglichst den Klarnamen, also tun Sie sich vielleicht umbenennen, damit ich Sie auch in dem gegebenen Fall auch einfach richtig ansprechen kann und auch aufrufen kann. Das wäre auch noch ein schöner Punkt. So, ein letzter Hinweis auch noch. Auch diejenigen, die beim letzten Mal da waren, wissen das grundsätzlich schon. Am Ende von der Veranstaltung, die geht bis um 19 Uhr, wird dann aber nochmal ein informeller Vernetzungsraum geöffnet, WonderMe. Und diesmal wird es auch noch besser klappen als beim letzten Mal. Also von daher halten Sie sich bereit. Dort gibt es dann die Möglichkeit für informelle Gespräche. Und am Ende dieses Webinars werde ich Ihnen auch nochmal dabei helfen, wie Sie in das WonderMe, in diesen Raum dann auch hineinkommen. So, damit sind wir jetzt startklar und es geht los. Und zum Auftakt freue ich mich sehr, dass wir heute die beiden Chefs von den veranstaltenden Instituten hier bei uns haben. Herrn Jan-Philipp Albrecht, den Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und Professor Carsten Kühl, den wissenschaftlichen Direktor vom DIFU, dem Deutschen Institut für Urbanistik. Und ich werde als erstes, bitte ich Jan-Philipp Albrecht auf die Bühne sozusagen. Und mich würde interessieren, Sie waren ja bis vor kurzem Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung in Schleswig-Holstein und sind jetzt Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Und wie haben Sie als Minister die Energiewende vorangetrieben und wie werden Sie das als Vorstand der Böll-Stiftung tun? Und was erwarten Sie sich von einer Veranstaltungsreihe wie dieser in 2 Minuten hat mir Sie gebeten, diese Riesenfrage zu beantworten. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin gespannt. Vielen Dank, Frau Dr. Büttner. Einen schönen guten Abend in die Runde, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie alle auch begrüßen zu dürfen hier zu dieser Veranstaltung. Und ja, die letzten 4 Jahre waren für mich besonders spannend in diesem Zusammenhang, weil ich Einblick erlangen durfte in die große Herausforderung, kommunale, lokale Infrastrukturen und Handlungsräume für den Ausbau erneuerbarer Energie zu schaffen. Wir haben eine Mammutaufgabe vor uns, noch immer, auch wenn wir natürlich jetzt schon sehr tief im Doing stecken an vielen Stellen, muss man sagen, im Verhältnis zu den Ausbauzielen, die wir uns nicht nur gesetzt haben, sondern die wir auch erreichen müssen in den nächsten Jahren. Und zwar auch nicht nur bis 2050, sondern vor allen Dingen bis 2030, 2035. Das sind horrende Ausbauziele, die wir zu erfüllen haben. Sind wir noch weit zurück in den aktuellen Zahlen. Das muss man einfach sagen. Und trotzdem muss man sagen, das ist auch meine Erfahrung aus diesem Einblick in die lokalen Strukturen, natürlich gerade auch in einem Land wie Schleswig-Holstein, wo schon viele frühzeitig auf erneuerbare Energie gesetzt haben, stehen wir auch auf den Schultern von Giganten, die schon sehr früh erkannt haben, dass diese Art der Energieerzeugung nicht nur für unsere Zukunft in ökologischer Hinsicht, sondern eben auch aus geopolitischen Gründen, auch aus energieökonomischen Gründen der richtige Weg ist. Diese Argumente werden jetzt allseits anerkannter und sichtbarer. Das ist gut so und das verschafft uns auch die Möglichkeit, überzeugend Menschen mitzunehmen, auch gerade vor Ort und in Bürgerprojekten oder BürgerInnenprojekten. Und meine Erfahrung hier aus Schleswig-Holstein, wo sehr viele erneuerbare Energieprojekte in Bürgerhand umgesetzt wurden, ist ganz klar, dass das sehr gut funktionieren kann, wenn es Unterstützung bei der Organisation, bei der Planung, bei der Pilotierung solcher Vorhaben gibt. Denn das ist tatsächlich das, wo es hapert, wo es häufig hängen bleibt und wo dann natürlich große Projekte und Unternehmen bessere Startchancen haben, das umzusetzen. Und das sieht man jetzt derzeit gerade bei der Flächenphotovoltaik,
Insofern gilt es, da zu investieren. Ich freue mich auf den Abend und die Diskussion und darauf, vieles davon auch mitzunehmen in meine nun anstehende Arbeit als Vorstand. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Albrecht. Ja, schön, dass Sie heute dabei sind auch. Ja, Professor Kühl, ne, Sie sind wissenschaftlicher Direktor, Geschäftsführer von DIFU. Das DIFU berät Kommunen im gesamten Handlungsspektrum von neuen Mobilitäts- und Wohnformen über kommunalen Klimaschutz bis hin zu Smart City, was gerade eins der größten Städteforschungs-, Sie sind eins der größten, also sind das größte Städteforschungsinstitut im deutschsprachigen Raum, das größte. Was ist für Sie das Besondere beim Thema Klimaneutralität in Kommunen und mit einer grünen politischen Stiftung zusammenzuarbeiten? Genau, Stockfehler. So, nochmal, vielen Dank, Frau Büttner. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier nicht länger als 2 Minuten zu reden. Ich werde mich dran halten. Das DIFU ist ein Institut, was seit vielen, vielen Jahren, viel länger als andere, schon sich mit kommunalen Klimaschutzfragen beschäftigt. Und die Heinrich-Böll-Stiftung ist ja nun beileibe keine schlechte Adresse, wenn man über das Thema Klimawandel arbeitet. Und insofern ist die Kooperation schon fast eine natürliche Kooperation. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit einem Projekt im letzten Jahr. Da ging es eher um ländliche Räume. Jetzt geht es um Green City. Lassen Sie mich vielleicht 2 Sätze zu den Erfahrungen des DIFU mit kommunalem Klimaschutz machen. Seit über 10 Jahren berät das DIFU die Kommunen in Deutschland im Rahmen des Service- und Kompetenzzentrums kommunaler Klimaschutz. Ich glaube, wir haben mittlerweile fast alle Kommunen schon erreicht. Wir zeigen Ihnen das Praxisbeispiel. Rund 20 unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in diesem Projekt. Seit dem letzten Jahr machen wir das Projekt Klimaanpassung, Zentrum für Klimaanpassung, also das Pendant zum kommunalen Klimaschutz, ist auch ein bisschen getrieben gewesen von der Bundesregierung, glaube ich, nach den Ereignissen, die wir im Erftal und in Nordrhein-Westfalen erlebt haben. Also wir haben eine große Kompetenz, wir sind ein Kommunalforschungsinstitut und wir befassen uns seit vielen Jahren mit diesen Fragen. Wir machen nicht nur Wissenstransfer, wir machen auch Studien, vielleicht für den heutigen Kontext ganz interessant. Eine Studie, die wir im Februar publiziert haben, die heißt Dialogbrücken im Stromnetzausbau. Also bei einem Thema, wo es nicht einfach ist, einen gesellschaftlichen Konsens zu etablieren und wo unsere Expertinnen zu diesem Thema versucht haben, Wege aufzuzeigen, wie man das erleichtern kann. Oder lassen Sie mich noch ein zweites und letztes Projekt nennen. Das ist das Projekt Solnet Plus. Dort geht es um solare Wärmenetze und dort zeigen wir, wie der Wissenstransfer aus der Forschung in diesem Bereich in die kommunale Praxis funktionieren kann. Ich glaube oder hoffe mal zumindest, dass wir als DIFU es geschafft haben, in den letzten Jahren ein Stück weit das Thema Klimaschutz, Umweltschutz aus der Vergeblichkeitsfalle herauszubringen. Die Leute sagen immer, wenn wir was machen, der Nutzen entsteht bei anderen und wir müssen es zahlen. Ich glaube, wir haben Wege aufgezeigt, die eine Win-Win-Situation darstellen. Und das zeigt sich beeindruckend in den letzten Fragen des uns sogenannten OB-Barometers. Wir fragen jedes Jahr die Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeister der deutschen Städte, was euer wichtigstes Thema. Vor 5 Jahren noch Klimaschutz unter ferner liefen. Seit 2 Jahren rangiert das Thema ganz oben. Und wir hoffen, dass wir mit unserer Arbeit ein Stück weiter dazu beitragen können und hoffen, dass wir mit der Kooperation mit der Böll-Stiftung auch ein Stück weit einen neuen Interessentenkreis erreichen, um unsere Arbeit vielleicht ein bisschen zu präsentieren oder die Diskussion zu bereichern. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Kühl. Ja, ich vermisse immer ein bisschen noch den Applaus, den man bei diesen Gelegenheiten auch beiden Rednern gerne zukommen lassen würde. Stellen Sie sich einfach vor. Ja, jetzt geht es zu unserem Impulsvortrag. Wir haben jetzt zuerst einen Impulsvortrag und dann noch eine Paneldiskussion. Ich freue mich sehr, dass wir hier Frau Mareike Herndorf bei uns haben, die uns heute den Impulsvortrag halten wird. Sie ist seit Frühling 2022, relativ frisch, Projektmanagerin Strom bei der Agora Energiewende. Sie ist zudem aber auch Mitbegründerin und ehrenamtliche Aufsichtsratsvorsitzende einer Bürgerenergiegenossenschaft, nämlich der Bürgerenergie Nord EG. Und bevor sie zur Agora Energiewende kam, waren sie Geschäftsführerin der Stadtwerke Barmstedt. Also Sie haben schon eine ganze Menge Erfahrung auch in dem Bereich, haben einen am MBA in England gemacht, kommen also dort auch aus einer ökonomischen Perspektive. Sie werden uns einen Input zu den zentralen Fragen dieser Veranstaltung geben.
Vielleicht noch an der Stelle der Hinweis, im Anschluss an den Vortrag, der etwa 15 bis 20 Minuten dauern wird, haben Sie die Gelegenheit, Verständnisfragen zu stellen und bitte hier aber ausschließlich über im Augenblick erstmal nochmal schriftlich über dieses Frage- und Antwort-Tool. Und auch da werde ich also die Verständnisfragen, die am stärksten Resonanz finden, werde ich dann eben nach Möglichkeit berücksichtigen. So, mit diesen Vorreden übergebe ich jetzt das Wort an Frau Herrndorf. Sie werden Ihre Präsentation auch selber teilen. Ich bin gespannt, was Sie mitgebracht haben. Herzlich willkommen. Genau, vielen Dank, Frau Dr. Büttner. Hallo auch von meiner Seite. Ich werde einmal die Präsentation mit Ihnen teilen. Der Icon ist hinter der Leiste versteckt. Einen Moment. So, jetzt haben wir es. Die Folien müssen Sie sehen können. Hervorragend, ich sehe ein Nicken. Genau, also vielen Dank nochmal für die einleitenden Worte. Meine Aufgabe ist es heute, an dem Eingangsvortrag einmal einen Überblick darüber zu geben, wie ist die Ausgangssituation, wo stehen wir gerade, was für Änderungen, Stichwort Oster- und Sommerpaket stehen an und welche Ziele setzt sich darin die Bundesregierung. Im zweiten Abschnitt soll es einmal kurz um eine aktuelle Studie gehen, die wir veröffentlicht haben, in der wir zeigen, ob und wie wir diese Ziele erreichen können. Und zum Schluss schauen wir dann noch einmal konkret auf die Kommunen und die Bürgerenergie, was wir da schon wissen, was an Änderungen im Oster- bzw. im Sommerpaket kommt. Die Ausgangslage, wo stehen wir heute? Nicht neu ist, dass wir die Klimaschutzziele nur einhalten können, wenn wir schnelle und umfangreiche Veränderungen vornehmen. Ich habe hier mal eine Grafik mitgebracht, auf der ist das dargestellt. Im Klimaschutzgesetz ist vorgesehen, dass wir bis 2045 zu 100% emissionsfrei sind. Und dort sind auch Zwischenziele genannt, zum Beispiel das Jahr 2030, wo wir die Emissionen gegenüber 1990 um 65% reduziert haben müssen. Und darauf aufsetzend fußt jetzt nun das Osterpaket in seinem aktuellen Entwurf. Und da ist es vorgesehen, dass diese Ziele nochmal erweitert werden. Es ist vorgesehen, dass wir ein klimaneutrales Stromsystem haben, und zwar schon bis 2035. Herr Albrecht hat es schon erwähnt. Und als ein Zwischenziel ist im Entwurf des Osterpakets vorgesehen, dass 80% des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien erzeugt werden sollen in 2030. Der aktuelle Krieg verschärft hier natürlich nochmal den Handlungsdruck. Und insofern ist es sehr wichtig, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben. Und das steht auch im Mittelpunkt des Osterpakets. Hier sollen eben im neuen EEG diese neuen Ziele festgesetzt werden. Das ist hier auf der Grafik einmal dargestellt. Wir sind im Moment bei 41% Anteil Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch. Und wir müssen eben die 80 bzw. die 100% erreichen bis 2035. Und dabei ist wichtig zu berücksichtigen, dass wir nicht nur einen prozentualen Anteil hinbekommen müssen, sondern eben auch, weil der Bruttostromverbrauch sich steigert. Also es ist ein deutlich höherer Bruttostromverbrauch nun im EEG vorgesehen. 750 Terawattstunden müssen wir also quasi auch absolut, also im Grunde überproportional zulegen. Und weil eben der Ausbau der Erneuerbaren so wichtig ist, sind natürlich auch so Randbedingungen im EEG vorgesehen, die das unterstützen. Das ist einmal eine deutliche Anpassung der Ausschreibungsmengen, die wir brauchen. Das ist natürlich wichtig. Ich gehe da in der nächsten Folie einmal drauf ein. Und außerdem ist es vorgesehen, dass die erneuerbaren Energien in der Schutzgüterabwägung bevorzugt werden. Die sollen jetzt künftig im überragenden öffentlichen Interesse sein.
Neben dem Ausbau der Erneuerbaren, der im Oster- und auch im Sommerpaket, insbesondere im Osterpaket im Fokus steht, sind natürlich auch weitere begleitende Maßnahmen wichtig. Herr Kühl hat es eben gesagt, der Netzausbau ist ein wichtiger Punkt, der begleitend notwendig ist. Die Flächenverfügbarkeit muss geklärt werden und wir brauchen schnellere Genehmigungsverfahren. Und hier habe ich einmal eine Folie mitgebracht, auf der Sie sehen können, was in den Osterpaketen so auf etwas höherer Flugebene geregelt wird und in welchen Gesetzen sich das dann niederschlägt. Und wichtig ist dabei zu wissen, dass sich diese Pakete derzeit noch im parlamentarischen Abstimmungsverfahren befinden. Die sind also noch nicht endgültig. Und wenn wir jetzt einmal schauen, ich habe das hier mal gehighlightet, was ist wichtig für die Städte, was ist wichtig für die Kommunen und auch die Bürgerenergie, dann ist es natürlich zum einen, sind es die Ausbauziele. Zum Zweiten ist es natürlich aber auch, sind es diese begleitenden Faktoren, nämlich die Vereinfachung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, die Flächen, die wir dafür brauchen. Da ist ja die verpflichtende 2%-Regel für die Bundesländer, für Wind an Land vorgesehen. Und der Naturschutz spielt natürlich auch eine sehr wichtige Rolle. Und die Frage ist jetzt, wie und können wir diese Ziele überhaupt erreichen? Und in dem Zusammenhang haben wir letzte Woche eine Studie rausgebracht, klimaneutrales Stromsystem 2035. Und da kommen wir zu dem Schluss, dass diese Ziele erreichbar sind. Die Ziele 80% erneuerbaren Anteil bis 2030 und ein klimaneutrales Stromsystem bis 2035 sind demnach erreichbar. Es liegt aber eine Menge Arbeit vor uns und es ist mehr notwendig als der reine Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen auch begleitende Elemente, die sehr wichtig sind. Und das sind zum Beispiel regelbare Kraftwerke und Batterien für die Zeiten ohne Wind und Sonne. Wir brauchen eine sehr gute Integration der neuen Stromverbraucher. Das sind Wärmepumpen, Elektroautos, Elektrolyseure, Power-to-Heat-Anlagen, die zunehmen. Und die müssen von Anfang an perfekt integriert werden. Die dürfen nicht noch zusätzlich zu einer Belastung führen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wärmepumpen zum Beispiel, die sind im gewissen Maß steuerbar. Die sollten nicht unbedingt dann den Strom ziehen, wenn wir eine Lastspitze im Netz haben. Die Elektroautos werden in Zukunft auch bidirektional laden. Das heißt, sie werden auch ins Netz zurückspeisen können, wenn wir dort Strombedarf haben. Und das ist eben wichtig, die gleich gut einzubinden. Außerdem eine massive Verstärkung des Netzes, die brauchen wir auch. Und einen schnellen Hochlauf an Wasserstoffinfrastruktur, auch eben um Zeiten ohne Wind und Sonne gut ausgleichen zu können. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass wir sehr viel gleichzeitig machen müssen. Und da der Ausbau der erneuerbaren Energien im Fokus dieser Veranstaltung liegt, habe ich dazu mal eine Folie aus der Studie mitgebracht. Für alle anderen Punkte, da kann man noch ganz lange drüber sprechen, da empfehle ich die Studie, die auf unserer Homepage verlinkt ist und auch das dazugehörige Webinar von letzter Woche. Aber schauen wir einmal auf den Ausbau, den wir stemmen müssen. Und wir sehen das hier. Also auf der linken Seite ist eine Grafik, wo wir sehen, installierte Leistung in Gigawatt. Was haben wir in 2020 für eine installierte Leistung gehabt? Das waren 130 Gigawatt. Und was müssen wir schaffen, um die Ziele zu erreichen bis 2035? Wir müssen 535 Gigawatt schaffen. Und das ist eine Vervierfachung und insofern natürlich eine große Aufgabe. Wir sehen dann rechts in der Grafik die Nettostromerzeugung und die resultiert eben dann aus dieser installierten Leistung. Wir können sehen, dass an der Nettostromerzeugung zum größten Anteil Wind an Land beteiligt ist. Das ist dieses hellere Blau, das sind 40% der Nettostromerzeugung. Wir sehen gelb dargestellt Photovoltaik mit einem Drittel rund und Wind auf See mit einem Viertel und natürlich auch noch andere Energieträger
Biomasse, Bioenergie, Wasserkraft sind auch genannt, aber die Erneuerbaren, die ich zuerst nannte, sind eben am meisten beteiligt und da brauchen wir eine enorme Anstrengung, um den Ausbau zu stemmen. Insofern sind die jetzt vorgesehenen Ziele und auch die Maßnahmen, die damit einhergehen, sehr, sehr wichtig. Allerdings reicht es noch nicht ganz, um die Ziele dann auch tatsächlich zu erreichen. Das haben wir in der Studie festgestellt. Wir brauchen eine schnellere Bereitstellung der notwendigen Flächen für Windkraftanlagen an Land, eine konsequentere Vereinfachung der Naturschutzregeln beim Windkraftausbau und verbesserte Rahmenbedingungen für den Ausbau von Wind auf See. Darüber hinaus brauchen wir Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren, insbesondere für den Wind- und den Netzausbau, eine integrierte Planung für die Bedarfe vor Ort, einen Systementwicklungsplan, der eben Dinge berücksichtigt, wie hier habe ich jetzt ein Wasserstoffnetz, dann brauche ich dort auch ein verstärktes Stromnetz, um den Wasserstoff produzieren zu können als Beispiel. Und wir brauchen eine Reform der Netzentgelte, die einen Anreiz setzt, einen finanziellen Anreiz, dass wir den Verbrauch und die Erzeugung eher dichter zusammenbekommen. Kommen wir im letzten Abschnitt einmal von der etwas generalistischen Sicht auf die Details, die sich jetzt ändern, zumindest das, was schon relativ gut absehbar ist in Bezug auf Bürgerenergie und Kommunen. Und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, warum sind Bürgerenergiegemeinschaften und Kommunen überhaupt von so großer Bedeutung für die Energiewende? Ich denke, wir alle sind uns darüber bewusst, dass wir natürlich einmal alle Akteure brauchen und dass wir eben auch eine Akzeptanz schaffen müssen. Und wir haben eine Studie rausgebracht im Sommer 2020 mit dem Titel Akzeptanz und lokale Teilhabe in der Energiewende. Und da haben wir 5 verschiedene Themenfelder aufgemacht. Und ich habe mir die mal angeguckt und bei allen diesen Themenfeldern spielen die Kommunen als auch die Bürgerenergie eine wichtige Rolle. Und aus dem Grund und eben weil wir auch alle Kräfte mobilisieren müssen, ist es wichtig, dass diese Bereiche politische Unterstützung erfahren. Wir gucken einmal, was genau da schon bekannt ist. Zum einen bei der Bürgerenergie ist es so, dass ein Förderprogramm für Bürgerenergie aufgesetzt werden soll. Und das ist ein wichtiger Punkt, Wind- und Solarprojekte von Bürgerenergiegesellschaften sollen aus den Ausschreibungen ausgenommen werden. Es gibt ja im Moment Ausschreibungen, das ist ein recht bürokratisches Verfahren und Bürgerenergiegesellschaften sind künftig eben hiervon ausgenommen, außer bei den ganz großen Projekten, da gilt das nicht, aber trotzdem ist das natürlich ein großer Punkt. Die Zielgenauigkeit dieser Regeln, also ob die Bürgerenergie damit hinreichend gesichert wird, das soll fortlaufend überprüft werden, da soll es einen Bericht für geben. Und was die Kommunen angeht, wie sollen die stärker am Ausbau erneuerbarer Energien beteiligt werden? Da sieht es so aus, dass die finanzielle Beteiligung von Kommunen, die es derzeit schon gibt, die sieht so aus, dass eine Kommune, die eine erneuerbare Energienanlage bei sich im Gebiet hat, 0,2 Cent pro eingespeiste kWh bekommen kann vom Betreiber der Anlage oder vom Projektierer, der die sich wiederum wiederholen kann vom Netzbetreiber, die dann über das EEG sozusagen bezahlt wird. Also in einigen Fällen ist es dann durchlaufender Posten für den Betreiber und insofern natürlich eine sehr gute Sache für die Kommune. Und neu ist eben, dass auch Bestandsanlagen in diese finanzielle Beteiligung kommen. Das war bislang nicht so und das ist natürlich wichtig, weil gerade die Bestandsanlagen, also die Kommunen, die angefangen haben, im Grunde nicht benachteiligt werden sollen. Und was aber auch nochmal klargestellt ist, ist, dass Anlagen, die keine Förderung erhalten, dass die Gemeinden oder die Kommunen dann zwar beteiligt werden können,
Da gilt dieses Modell dann auch. Allerdings kann in dem Moment der Betreiber sich das Geld nicht vom Netzbetreiber wiederholen. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob das Geld dann überhaupt bei den Kommunen ankommt. Und auch vor dem Hintergrund, dass wir heute schon wissen, dass immer mehr Anlagen marktbasiert fahren werden, also sich nicht in der Förderung befinden, stellt sich dann natürlich die Frage, ob das reicht, wenn immer mehr Anlagen ausfallen. Außerdem können Kommunen nun bei geförderten oder ungeförderten Freiflächenanlagen naturschutzfachliche Vorgaben machen. Das ist auch neu. Das ist alles in allem nicht viel. Das ist das, was wir jetzt schon wissen. Es ist natürlich noch einiges weiteres in der Pipeline. Da sind Themen wie Mieterstrom in der Überarbeitung. Da kommt sicher noch einiges. Aber das ist das, was wir jetzt aktuell schon wissen. Und insofern freue ich mich darüber, einmal zu erfahren, auch von den anderen Gästen, ob das jetzt schon reicht, was da noch fehlt. Und genau, auch was die anderen Punkte angeht. Von meiner Seite soll es das gewesen sein. Ich denke, wir können festhalten, dass die Ziele erreichbar sind, aber dass es einer enormen Kraftanstrengung bedarf. Und insofern, wir schaffen es nur gemeinsam und ich freue mich auf den Austausch. Vielen herzlichen Dank, Frau Herndorf, für den Eindruck von dem, was da zu bewältigen ist. Also, Sie haben es sehr, sehr, sehr klar ausgedrückt und gleichzeitig wird man ja manchmal ein bisschen sprachlos auch schon vor der, also ne, angesichts der Herausforderung, die da wirklich zu bewältigen ist, wenn man sich anguckt, wie es eben auch bis jetzt von der Dynamik her lief. Aber eben die positive Nachricht, es ist machbar, das ist ja auch schon mal ein sehr wichtiger Leucht, sozusagen Orientierungsrichtung. So, wir haben, ich habe ein paar Verständnisfragen hineingekommen. Eine ganze Menge, okay, dann fange ich mal an. Es gibt auch zwei, die sozusagen nochmal Rückmeldung bekommen haben. Die eine Frage ist von Tomke Lisa Menger. Können Sie den naturschutzfachlichen Vorgaben für PV-Freiflächenanlagen durch Kommunen näher erläutern? Diese Frage. Ich habe mir das im Entwurf angeguckt und da ist es ist eben dieser Satz vermerkt. Genau das aussieht, da kann ich nichts zu sagen. Ja, okay. Gut, dann ja. Vielleicht kann das jemand anderes aus dem Publikum, dann darf das auch gerne ergänzt werden, aber da ist offensichtlich Interesse. Dann ist Interesse auch an der Frage von Herrn Maul, der fragt, bitte oder können Sie nochmal den Unterschied zwischen erneuerbarem Strom und klimaneutralem Strom erklären? Tja, also das, ich würde sagen, das ist deckungsgleich, kann man das verwenden, die Begrifflichkeiten. Also Strom aus erneuerbaren Energien ist ja im Grunde emissionsfrei, wenn man jetzt mal die Produktion der Anlagen außer Acht nimmt. Und in dem Moment sind die dann natürlich auch klimaneutral. Genau, ist immer so ein bisschen die Frage, ob man die Produktionsemissionen dann noch mit einbezieht. Dann sind sie vielleicht nicht ganz emissionsfrei und auch nicht ganz klimaneutral. Aber ich denke, das kann man so stehen lassen. Vielen Dank. Und dann nehme ich noch, das geht es ganz schnell, von daher können wir, glaube ich, noch ein paar von den Fragen. Dann wurde noch gefragt, oder die Bitte, ob Sie noch mal erklären könnten, wie die finanzielle Beteiligung von Kommunen erweitert wird, sofern man darüber schon auch was weiß. Genau, das hatte ich ja dargestellt. Also zum einen waren bislang Anlagen, die über den Markt fahren, also die nicht im EEG, die nicht über das EEG gefördert sind, bei denen gab es bislang keine Möglichkeit, die finanziell, da sozusagen einen finanziellen Goodie an die Kommunen zu geben. Und das wurde jetzt geändert. Und darüber hinaus wurden eben auch die Bestandsanlagen aufgenommen. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, weil gerade in den meisten Kommunen wird es sich ja im Moment um Bestandsanlagen handeln, die gerade auch natürlich über das EEG gefördert werden. Und da ist eben der Vorteil bei diesen Anlagen, die über das EEG gefördert werden, dass dieser Goodie, der der Kommune zugutekommt, eben auch
vom Betreiber wiederum sich reingeholt werden kann vom Netzbetreiber, sodass das für den Betreiber der Anlage ein durchlaufender Posten ist und somit die Kommune dann natürlich davon profitiert. Vielen Dank. Ich hoffe, dass die Fragen dann auch beantwortet, so ausreichend beantwortet worden sind. So, es gibt jetzt noch eine letzte Frage, die würde ich noch reingeben. Die anderen, vielleicht schaffen wir es später nochmal im Panel oder vielleicht kann auch jemand die schriftlich beantworten. Es gibt noch eine weitere Nachfrage mit hohem Interesse, die heißt, ich höre von Herrn Lüdemann, ich höre nichts über Solaranlagen auf Einfamilienhäusern oder Mehrfamilienhäusern und Wärmepumpen. Wie groß ist deren potenzieller Anteil? Genau, also in der Studie, ich hatte ja die Folie mitgebracht, da haben wir Solar zusammengefasst. Da sind natürlich dann die Dachanlagen und auch die Freiflächeneinlagen zusammengelegt. Um ein Gefühl zu geben, kann ich vielleicht mal sagen, es gibt ja immer die Frage, wie schaffen wir es, mehr Strom auch auf die Mehrfamilienhäuser zu bekommen, Stichwort Mieterstrom. Und wenn wir da annehmen, dass wir auf alle großen Gebäude die wir haben, die dafür tauglich sind, auf die Dächer dann Photovoltaik legen, dann würden wir 10% des Bedarfs decken. Also das macht dann einen Teil aus, aber ein großer Teil ist dann natürlich auch Freiflächenanlagen. Genau, und zu den Wärmepumpen ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch der Studie. Wir brauchen natürlich einen großen Hochlauf an Wärmepumpen, das ist bekannt. Und insofern brauchen wir auch haben wir natürlich auch einen gesteigerten Stromverbrauch. Und das ist alles eben in der Studie berücksichtigt und jetzt ja auch schon, schlägt sich ja auch schon im gesteigerten Bruttostromverbrauch nieder, der im EEG festgelegt ist. Und insofern ist es natürlich wichtig, dass wir zum einen berücksichtigen, dass wir mehr Strom brauchen, aber dass wir eben auch gucken, wie können wir die Wärmepumpen intelligent einbinden, sodass sie uns nicht noch unnütz Arbeit machen, beziehungsweise dass wir das Netz ausbauen müssen, mehr als es vielleicht eigentlich erforderlich wäre. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Herndorf. Ich sehe, es kommen immer noch weitere Fragen rein. Vielleicht machen wir jetzt trotzdem an der Stelle einfach nochmal einen Cut. Vielleicht gibt es auch nochmal die Möglichkeit, dass die auch aus dem Publikum oder vom Team heraus auch noch schriftlich beantwortet werden oder auch nachher dann nochmal in der gemeinsamen Runde. Also von daher, Sie können weiterhin natürlich auch gerne mit dem Daumen hoch Signal geben, welche Frage von Interesse ist. Jetzt würde ich aber tatsächlich gerne in Richtung Panel die ganze Geschichte öffnen und bedanke mich schon mal sehr herzlich bei Frau Herndorf. Sie bleiben ja auch noch uns erhalten auf dem Panel. Und jetzt bitte ich auf das Panel Herrn Markus Haastert, Frau Silke Wesselmann und Frau Almuth Petersen noch dazu. So, herzlich willkommen. Jetzt sind wir eine etwas größere Runde. Wir wollen jetzt mit dieser gemeinsamen Runde, wo wir auch erstmal im Vortrag von Frau Herndorf haben wir gehört, was ist so das große Bild, was ist geplant? Und ich glaube, es ist deutlich geworden, was für eine enorme Anstrengung das sein wird. Und wir wollen jetzt mit dem Panel und dann auch gemeinsam dann auch mit Ihnen schauen, welche Maßnahmen und welche Rolle haben eben Kommunen, Bürgerenergie dabei, mit welchen Widerständen hat man zu tun, wie kann man damit umgehen, welche Allianzen sind notwendig. Und welche Erfahrungen liegen vor, ja? Also da, dass man sich gegenseitig berät und klüger wird. So, ich begrüße sehr herzlich unsere Gäste und stelle Ihnen, darf Ihnen vorstellen, als erstes beginne ich jetzt mit dem Herrn, Herr Markus Haastert. Genau, grüße Sie von Agro Solar. Er ist der Geschäftsführer der Agro Solar Europe GmbH in Steinhöfel und er beschäftigt sich in seiner Unternehmensgruppe seit vielen Jahren damit, wie man technische Lösungen nach dem Vorbild der Natur entwickeln könnte. Und ihr Schwerpunkt ist dabei, ganz konkrete Beispiele auch umzusetzen. Jetzt, und das Thema erneuerbare Energien stand dabei schon immer im Fokus und deswegen haben Sie vor 2 Jahren die Firma AgroSolar Europe gegründet und sind heute europaweit führend im Großanlagenbau der Agri-Photovoltaik. Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, was es eigentlich genau ist. Von daher vielleicht erst nochmal nur so viele Worte und schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Stellen Sie sich einen Applaus vor. So, Frau Wesselmann, ich grüße Sie auch sehr herzlich. Frau Wesselmann, darf ich Ihnen vorstellen, ist die Geschäftsführerin der Energieland 2015 e.V. vom Kreis Steinfurt, also eine Bürgerenergiegenossenschaft.
ist Ingenieurin, Landschaftsarchitektin. Und sie haben nach einer Arbeit auch in einem privaten Ingenieurbüro relativ schnell in das Planungsamt des Kreises Steinfurt gewechselt und viele verschiedene Projekte geleitet und seit 2019 das Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit im, ich glaube, in dieser Runde durchaus bekannten Kreis Steinfurt. Und sie sind auch noch zugleich die Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins Energieland 2050 e.V., der unter dem Dach des Kreises Steinfurt von allen 24 Kommunen des Kreises getragen wird und ein großes Unternehmensnetzwerk auch noch dazu. Auch dazu gleich mehr. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind, Frau Wesselmann. Ja, und als Vierte im Bunde darf ich Ihnen vorstellen, Frau Almuth Petersen. Sie ist die Aufsichtsratsvorsitzende der Bürgerwerke EG in Heidelberg, also eine größere Stadt. Sie sind Physikerin und haben ihr gesamtes Berufsleben im Bereich erneuerbare Energien gearbeitet, insbesondere auch im Bereich Solartechnik. Dann dürften Sie auch einige Aufs und Abs miterlebt haben, würde ich mal sagen. Sie waren für Gramma Solar auch viel im Ausland tätig, haben Niederlassungen in Spanien, Frankreich aufgebaut und geleitet und seit 20 Jahren sind Sie im Bürgerenergiebereich tätig, organisieren Gemeinschaftsprojekte, Bürgersolaranlagen auf kommunalen Dächern und Sie sind seit 2014 im Aufsichtsrat der Bürgerwerke und seit 2020 die Aufsichtsratsvorsitzende in Heidelberg. Sie sind außerdem, erwähne ich auch noch gerne natürlich, Fraktionssprecherin der Bunten Liste in Hechingen und kennen also aus dieser Perspektive natürlich auch die kommunale politische Seite sehr gut aus und versuchen von dieser Seite auch noch das Thema voranzubringen. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind gespannt auch nachher, was Sie uns noch dazu erzählen können. Kurzer Hinweis zum Ablauf. Wir starten jetzt erst noch mal mit einer kleinen Einstiegsrunde, sodass Sie auch das, die spannenden Erfahrungen hier unsere Panelisten auch etwas besser kennenlernen können. Steigen dann in einen kleinen Austausch auf dem Panel ein und dann geht es aber, öffne ich dann auch nochmal ganz explizit auch die Runde für alle Teilnehmenden. Sie können natürlich trotzdem die Zeit auch schon mal nutzen, wenn Sie wollen, auch hier Frage und Antworten auch dort einzugeben. Da werfe ich dann auch einen Blick drauf und danach gibt es, wie gesagt, auch die Möglichkeit, sich auch live an die Kamera zu melden. So, aber erst nochmal starten wir hier gemeinsam auf dem Panel. Und auch hier darf ich jetzt nochmal mit dem Herrn als erstes starten, Herr Hastert. Es wurde ja schon angesprochen, Agri-PV. Was verbirgt sich dahinter und welchen Beitrag kann es zur Stromwende leisten? Danke. Ich freue mich, hier zu sein. Und jetzt erwarten Sie sicher, dass ich über Energie spreche, aber ich würde gerne erst erstes über Landwirtschaft sprechen. Denn wir brauchen ja die Landwirtschaft für eine ausreichende Versorgung von Nahrungsmitteln. Und in den letzten 30 Jahren haben wir 1,3 Millionen Hektar verloren, also fast die Fläche von Schleswig-Holstein. Und der Trend, der setzt sich ja jetzt weiter fort. Denn jetzt startet gerade eine neue Welle des strukturierten Ausbaus von Freiflächenanlagen mit Solar. Und wir sehen sie als ernsthafte Bedrohung unserer langfristigen Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln durch eine konkurrierende Energieproduktion. Und zudem ist es ja auch so, wir haben immer mehr Wettersituationen, die extrem sind durch den Klimawandel und die sichere Landwirtschaft wird durch Regen, Hagel und zu viel Sonne am Ende des Tages unsicher gemacht. Und Landwirte, die Landwirtschaft, benutzt immer mehr Schutzsysteme und die werden auch gebraucht, um eigentlich dem Klimawandel Herr zu werden, um diese Folgen abzufedern. Und warum nicht versuchen, einen doppelten Nutzen zu erzielen und auf der einen Seite, wie gesagt, Landwirtschaft zu machen, aber auf der anderen Seite dann eben auch die Energie zu produzieren, die unsere Gesellschaft und die Wirtschaft braucht. Und genau das ist Agrosolar. Also doppelte Ernte und wir sagen dann eine doppelte Ernte für eine nachhaltige Zukunft. Denn die These, die ich dahinter verbirgt, von unserer Seite ist: Was würden Sie tun, wenn 4% landwirtschaftliche Fläche ausreichen würde, um den gesamten Strombedarf von Deutschland zu decken? 4%, nicht mehr, nicht weniger. Wir sagen, lassen Sie uns die Chance nutzen, denn um wieder auf den Anfang zurückzukommen, wir brauchen eine starke Landwirtschaft. Und Agri-PV-Flächen sind Schutzgebiete für Landwirtschaft, denn hier verpflichten sich Landwirte und Energieproduktion gemeinsam mindestens 20 Jahre lang die Fläche in Symbiose zu bewirtschaften und somit die Versorgungssicherheit für Ernährung, Energie gleichzeitig sicherzustellen.
ich freue mich da auf eine Diskussion. Danke. Vielen Dank, Herr Hastert. Und ich nehme an, das, was man im Hintergrund auf Ihrem Bildschirm sieht, ist so eine Anlage. Das ist so eine Anlage, genau. Dann hat man zumindest schon mal einen visuellen Eindruck. Genau, das ist von einem Typen. Genau, Bild sagt sozusagen mehr als 1000 Worte. Das ist tatsächlich sehr. Ich würde Sie noch gerne eine Nachfrage stellen. Wie sehen Sie denn, also ich meine, auch hier wieder die Dimensionen sind ja durchaus auch nicht gering, was an Fläche benötigt wird. Wie sehen Sie denn die Solarbranche im Augenblick aufgestellt für diesen Ausbau in den nächsten Jahren? Also wir sehen ja alle gerade, dass wir insgesamt in der Energiewende mit dieser Bürokratie zu kämpfen haben und da ist die Solarbranche überhaupt nicht ausgenommen. Wir wissen alle, dass wir durch jetzt den Situationen des Krieges, die dadurch stockenden Lieferketten in dem Bereich der Materialversorgung gucken müssen, wie kann man solch einen Ausbau eigentlich wirklich strukturiert stemmen. Das ist auch eine sehr große Herausforderung. Und für uns ganz wichtig, es ist einfach Zeit, die Produktion aus China zurückzuholen. Das heißt, diese gesamte Richtung so weit zu gehen, dass wir das auch wieder in unseren eigenen Händen halten, diese strukturierten Ausbau schaffen zu können. Und ich sehe da wirklich auch von der Industrie und von allen Wirtschaftspartnern wirklich starke Bemühungen, dass das in diese Richtung geht. Also insofern, auf der einen Seite, es muss viel getan werden, aber auf der anderen Seite ist es auch extrem viel Bewegung drin. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Hastert, erstmal für diesen Eindruck visuell und auch mit Sprache. Ich sehe auch im Chat, habe ich gerade gesehen, wird das auch schon gewertschätzt, dass Sie gerade auf das Thema landwirtschaftliche Flächen eingehen. Im Chat passiert gerade sehr viel. Fragen aber werden wir nur beantworten aus dem Frage- und Antworten-Tool im Chat. Schaffen wir das nicht, das gleichzeitig noch mitlaufen zu lassen, so schon mal an der Stelle. Ja, jetzt würde ich gerne zu Frau Wesselmann kommen aus dem Kreis Steinfurt. Da ist ja tatsächlich sehr bemerkenswert dieser Zusammenschluss aus allen Kommunen, der sich das Ziel gesetzt hat, bis 2040 unabhängig, energieunabhängig zu werden im gesamten Kreis. Also es ist ja tatsächlich eine sehr übergreifende Allianz, die Sie dort geschaffen haben. Wie ist das gelungen und auch was haben Sie mit dieser Allianz, was ja auch ein Thema ist, was uns sehr interessiert, was haben Sie konkret erreicht? Ja, wie das gelungen ist, lässt sich gar nicht in drei Worten sagen, ist klar. Da vor allen Dingen ist wichtig zu bedenken, dass das eine lange Geschichte hat. Wir haben im Kreis Steinfurt schon vor über 20 Jahren angefangen, uns mit dem Thema Klimaschutz damals aus dem Agenda-Prozess heraus zu beschäftigen und haben damals schon sehr früh auf das Thema Strukturen aufbauen, Netzwerke schmieden gesetzt. Das war sicherlich von Anfang einer der roten Fäden, die uns begleitet haben. Was auch wichtig ist, dass wir schon so lange dabei sind, ist einer unserer Erfolgsfaktoren, nämlich das Stichwort Kontinuität. Ich glaube, viele aus dieser Runde hier kennen meinen Vorgänger, den früheren Amtsleiter beim Amt für Klimaschutz, Uli Ahlke. Der hat das ganze Thema 15 Jahre in Personalunion, kann man fast sagen, mit dem damaligen Landrat Thomas Pugendorf aufgebaut. Das hat unheimlich viel ausgemacht. Und wenn ein CDU-Landrat sich dahinter klemmt, die Politik dahinter steht, dann sind auch viele, wir sind ja eine, Münsterland ist ja ein relativ CDU-lastiges Region, da sind auch viele Bürgermeister, haben sich damals auch schon diesem Thema geöffnet. Also die Erfolgsfaktoren waren sicherlich das Thema, wie gesagt, Kontinuität, dass wir immer schon auf das Thema Strukturen gesetzt haben und zum Thema Struktur gehört auch dazu, dass wir den Energieland 2050 e.V. gegründet haben. Sie haben es vorhin schon gesagt, das ist ein gemeinnütziger Verein. Den haben wir vor inzwischen 5 Jahren gegründet. Tatsächlich sind nicht nur alle 24 Städte und Gemeinden Mitglied dieses Vereins, sondern auch über 80 Unternehmen. Und diese Unternehmen zahlen auch Mitgliedsbeiträge. Das heißt, wir werden finanziell getragen vom Unternehmertum, aber auch von der Kreispolitik, umlagefinanziert. Und werden damit natürlich auch ideell getragen. Wir sind sehr weit durchgedrungen mit unseren Themen in die Kommunen rein, aber auch in die Wirtschaft rein. Wir haben eine hohe Präsenz im gesamten Kreis Steinfurt. Zu dem Thema kommunales Netzwerk ist noch wichtig zu sagen, wir haben ja eigentlich auch schon vor 15 Jahren begonnen, uns darum zu kümmern, dass in allen 24 Städten und Gemeinden jeweils Beauftragte für Klimaschutz eingestellt werden. Das waren überwiegend geförderte Klimaschutzmanagerinnen und Manager, aber teilweise auch andere Personen, die einfach diese Zuständigkeit hatten. Dieses Netzwerk haben wir organisiert, haben eingeladen, machen regelmäßige Treffen. Das ist also ein sehr großes Angebot, ein großes Serviceangebot, was wir immer als Kreis an die Kommunen gebracht haben.
die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben entsprechend gelernt, der Kreis unterstützt uns, der hilft uns, Fördermittel zu akquirieren, zum Beispiel für Personal, aber auch für Projekte. Wir haben so etwas wie kommunales Coaching eingeführt, wo wir die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gerade auch bei einem Wechsel beraten. Wo stehen wir? Was können sie tun? Wie können sie ihre Themen setzen? Also der wichtige Punkt, dass die Themen gesetzt sind, dass wir durchgedrungen sind und dass wir auch ein Serviceangebot machen für die Kommunen, ist, glaube ich, noch einer unserer wichtigen Erfolgsfaktoren gewesen. Vielen herzlichen Dank, Frau Wesselmann. Also ich habe da auch gehört, auch neben eine Kontinuität, Strukturen früh angefangen, auch ein Akteur eigentlich letzten Endes mit diesem Verein, ne, auch ein Akteur geschaffen und Vertrauen aufgebaut in der Region. So wirklich genau. Ist auch, ne, also wirklich als ein guter alten Partner von kommunalen Akteuren sich eben auch etabliert. Ich würde jetzt gerne mal fragen, was haben Sie für Erfahrungen gemacht in Bezug auf die unterschiedlichen erneuerbaren Energien? Also Wind, Sonne, gibt es da, ja, also gerade weil es ja, ne, viele Akteure haben, würde mich einfach interessieren, welche Erfahrungen haben Sie gemacht auch im Laufe der Zeit mit den verschiedenen? Ja. Gestartet sind wir interessanterweise vor 20 Jahren fast mit dem Thema Biogas. Das war so mit so einem Impuls, dass damals großes Interesse bestand, war ja auch gut gefördert, Biogasanlagen zu bauen. Da hatten wir ein Unternehmensnetzwerk gegründet, haben uns dann aber sehr erfolgreich vor allen Dingen in das Thema Windenergie reinentwickelt. Der Kreis Steinfurt ist ja bekannt dafür, dass wir sehr viel Windenergie haben, vor allen Dingen Bürgerwind. Und zwar Bürgerwind in besonderer Form. Können wir bestimmt gleich auch nochmal drüber reden. Das heißt, unser Ansatz war immer, dass wir keine Projektierer im Kreis haben wollen, sondern dass unsere Landwirte und Landwirtinnen selbst einen Bürgerwindpark aufbauen und das Ganze ja über eine interessante rechtliche Konstruktion auch so machen, dass Bürgerinnen und Bürger in Person eine finanzielle Teilhabe angeboten bekommen. Wir sind dadurch relativ gut und mit relativ wenig Gegenwind dahin gekommen, dass wir heute 300 Windenergieanlagen haben, dass wir 65% des Stroms durch Erneuerbare im Kreis darstellen können, von dem wiederum die Hälfte Windenergie betrieben sind. Im Bereich Photovoltaik sind wir, glaube ich, so wie alle irgendwie Durchschnitt, das heißt schlecht. Wir haben 10% der Dächer belegt, hat eine Studie von 2018 bei uns gezeigt. Das ist ja überall mehr oder weniger so. Das nimmt natürlich jetzt gerade wieder rasant Fahrt auf. Auch mit dem Thema Freiflächen-PV. Herr Hasek hat es ja auch gerade schon angesprochen. Das Thema ist bei uns wahnsinnig prominent, auch von verschiedenen Seiten getrieben. Die einen wollen es auch als Landwirte sehr gerne. Die anderen sehen das Thema Flächenverfügbarkeit. Also unser größter Erfolg, glaube ich, im Bereich Windenergie und da vor allen Dingen mit dem Thema Bürgerwind, Bürgerenergie und Teilhabe angeboten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich nehme an, dass das für viele von großem Interesse ist und es ist natürlich auch eine großartige Überleitung jetzt nochmal zu Frau Petersen. Frau Petersen, ja, Sie leiten eben oder sind im Aufsichtsrat von einer solchen Genossenschaft. Welchen Beitrag leistet Bürgerenergie für die Energiewende? Es ist natürlich im Vortrag von Frau Herndorf schon angeklungen, ne? Akzeptanz wurde genannt. Aber trotzdem nochmal, vielleicht auch aus Ihrer Sicht, gibt es was zu ergänzen? Und auch welche Rolle sollte oder weshalb sollte Bürgerenergie eine stärkere Rolle auch bei der Energiewende spielen? Steckt schon die Annahme drin, dass das so sein sollte, Frau Petersen? Ja, ich würde dazu gerne meinen Bildschirm kurz teilen. In Ordnung, ja. Geht das jetzt irgendwie? Ja. Moment, das ist aber die falsche Folie. So. Ja, sehen Sie die Folie? Noch gar nicht. Ah, okay. Noch gar nicht. Dann war das jetzt irgendwie verkehrt. Jetzt. Ja, jetzt kommt es. Ja, danke. Okay. Ja, ich wollte ganz kurz vorstellen, wer die Bürgerwerke sind. Wir sind nämlich nicht einfach irgendwie eine Energiegenossenschaft, sondern wir sind der Zusammenschluss von über 100 Energiegenossenschaften in einer Dachgenossenschaft. Ja, warum haben wir das gemacht? Also die Grundidee ist, ja, die Energieversorgung soll in Bürgerhand sein, regional, erneuerbar. Und wir wollen diese Energiewende vor Ort gemeinsam umsetzen. Das ist das, was uns so alle verbindet. Und
Wir haben festgestellt, dass es dazu auch wirklich professionelle Strukturen braucht. Um wirklich alle Menschen einbinden zu können und wirklich die Aufgabe auch, die wir ja gerade in den verschiedenen Vorträgen gehört haben, also die immens große Aufgabe auch stemmen zu können, kann Bürgerenergie eben nicht nur sein, dass man da so eher im Ehrenamt am Feierabend ein bisschen rumwurschtelt. Wir haben unglaublich viel ehrenamtlich geschafft. Das muss man jetzt wirklich sagen, dass unglaublich viel passiert in den letzten Jahren in Deutschland. Aber wir kommen natürlich jetzt in eine Phase, wo wir ja auch wirklich nochmal Tempo zulegen wollen und müssen. Und bei uns sind sozusagen die Bürgerenergiegenossenschaften, das ist so der Kern. Und die bauen dann die Projekte. In den Projekten wird Strom produziert. Und dieser Strom, der soll dann wieder zu den Leuten zurückkommen. Und deswegen brauchen wir die Bürgerwerke, die ein Stromversorger sind, ein Energieversorger sind, die diesen Strom bündeln und eben, weil Energievertrieb ein bisschen komplexer ist und das eben nicht jede Genossenschaft alleine machen kann, wieder an die Bürger liefern kann. Die Bürger haben sozusagen jetzt zwei Möglichkeiten, Teil dieses Kreises zu werden, indem sie selber mit investieren und Mitglied in einer Genossenschaft werden, aber eben auch, indem sie den Strom, den wir jetzt wieder gemeinschaftlich produzieren, auch nutzen. Und insofern kann jetzt auch wirklich da jeder mitmachen. Also das ist jetzt nicht mehr eine Frage des Geldes, also ich entsprechend Investmentvermögen haben muss, um auch mit dabei sein zu können. So die Idee, dieses Geld, das fließt im Kreis, geht eben das Geld, was verdient wird, geht immer wieder zurück in die Genossenschaften, um auch wieder neue Projekte bauen zu können. Und neben dem, dass wir den Energievertrieb machen, bieten wir von den Bürgerwerken, von der Dachgenossenschaft natürlich auch einiges an Infrastruktur für die Genossenschaften, damit sie sich wieder vor Ort auch professionalisieren können. Oder wenn eine Genossenschaft für irgendwas zu klein ist, dann machen mehrere Genossenschaften was zusammen. Oder eine Genossenschaft bietet eine Dienstleistung für andere Genossenschaften an, wenn es nicht für alle, wenn es einfach eine Genossenschaft dafür noch zu klein ist. Und warum sind wir der Meinung, dass wir die Bürgerenergie wirklich ganz dringend brauchen? Der Krieg ist, finde ich, eine ganz dramatische Antwort darauf für etwas, was wir eigentlich schon die ganze Zeit sagen. Es ist nämlich nicht völlig egal, wem die Energieinfrastruktur gehört. Und solange es in Bürgerhand ist, solange es in genossenschaftlicher Hand ist, unsere Infrastruktur, wird es eben auch nicht über, da wird es verkauft und nochmal verkauft und nochmal verkauft. Und auf einmal wundert man sich, dass es Putin oder sonst irgendwie jemanden gehört, wo man dann denkt, naja gut, das ist vielleicht nicht ganz optimal, wenn dem unsere Infrastruktur gehört. Wir glauben, dass es auch total wichtig ist, auch wo das Geld verdient wird, weil letztendlich, wenn der Kreis geschlossen bleibt, dann fließt es eben auch nicht raus. Also letztendlich ist es auch billiger für unsere Gesellschaft. Wenn wir als Bürger das Geld wieder verdienen, das geht dann eben, meine Güte, in ein Studium oder in eine Rente oder in, meinetwegen auch mal in einen netten Urlaub, den man dafür macht. Aber es bleibt bei uns, das Geld, und natürlich auch in den Kommunen. Und wir halten es auch für sehr wichtig, dass wir eben auch selber entscheiden. Das ist eben auch, diese genossenschaftliche Struktur ist auch eben eine sehr demokratische Struktur. Und wir glauben, dass es einfach sehr wichtig ist in der Demokratie, dass ein gewisser Anteil eben auch sehr demokratisch auch kontrolliert und von uns Bürgerinnen und Bürgern kontrolliert sind. Und aus unserer Sicht sind die Kommunen eigentlich unsere ganz natürlichen Partner. Und viele Genossenschaften sind auch entstanden eben in guten Miteinander, auch durchaus angeregt von der Kommune. Und wir arbeiten auch fast überall auch wirklich zusammen. Also das, denke ich, ist auch eine ganz entscheidende Sache. Und wenn ich jetzt sage, was haben wir denn auch für Wünsche, dann geht es auch in die Richtung, ja, also an die Kommunen, ja, auch noch neue Genossenschaften zu gründen, mit den Genossenschaften zu arbeiten, die Flächen auch eben in die Bürgerenergie zu geben, um sie dann eben auch wirklich den Bürgern den Mehrwert auch zu lassen. Und wir haben ja schon gerade an mehreren Stellen sehr deutlich gehört, wenn die Bürger beteiligt sind, dann ist die Akzeptanz höher, die Identifikation ist höher, das ist einfach unseres. Das ist einfach was anderes, als wenn irgendjemand von außen kommt. Und
Wir hatten auch vorher gerade das Thema das Erzeugen und Verbrauch. Das hat die Frau Herndorf in ihrem Vortrag deutlich gemacht, dass es sehr wichtig ist, dass es zusammenkommt. Auch für diese letzten 20-30% ist es immer wichtiger, dass Erzeugung und Verbrauch zusammenkommt. Und das schaffe ich eben auch mit der Identifikation und auch mit dem, dass die Bürger über Shared Energy und Mietermodelle und in den Genossenschaften entstehen unglaublich viel spannende Ideen, auch wie wir da eben wirklich als Prosumer in beide Richtungen aktiv werden. Also nicht nur in dem Bereich, wir stellen irgendwo eine Anlage hin und dann betreiben wir die, sondern das geht schon einfach auch in die nächsten Schritte rein. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Petersen. Wird eben genau deutlich, dass es tatsächlich um mehr als nur die Energiewende geht. Es ist wirklich ganzheitlich auch in viele gesellschaftliche Bereiche hineingedacht, sehr umfassend. Und von der Seite kommen mir dann meistens auch immer nochmal die Herausforderungen wieder zurück, ne? Also aus dem gesellschaftlichen Bereich. Ja, jetzt würde ich gerne mit Ihnen gemeinsam hier auf dem Panel, also nochmal ein paar von den Fragen der Veranstaltung nochmal gemeinsam so ein bisschen besuchen. Und dann gehen wir hier in diese zahlreichen Fragen, die bereits von den Teilnehmenden auch über das Frage- und Antwort-Tool kommen. An der Stelle sage ich vielleicht nur nochmal für diejenigen, die vielleicht später gekommen sind, wenn Sie Fragen an das Panel haben, sich beteiligen wollen, bitte nur über das Frage- und Antworten Tool, diese kleinen Sprechblasen unten rechts, nicht über den Chat. Alles, was wir sozusagen hier in der gemeinsam in der Veranstaltung besprechen sollten, bitte dort. Im Chat werden eher Hinweise vom Team auch nochmal gepostet. Die können ihn natürlich auch nutzen, aber was wir hier aufgreifen können, ist tatsächlich nur Frage und Antwort. So, das nochmal kurz dazwischen. Claimer. So, jetzt würde ich gerne einsteigen, so mit diesen zentralen Leitfragen der Veranstaltung. Wir wollten nochmal einen Blick drauf werfen, was sind die zentralen Maßnahmen eigentlich, um wirklich auch bis 2030 diesen Ausbau hinzukriegen, also mal so den Punkt drauf zu setzen. So von, würde mich einfach gern von Ihnen hören, so was ist aus Ihrer Sicht die ein oder zwei, ja, kann man zentralen Maßnahmen, Bundesregierung, aber auch Kommunen. Danach dann eben den Blick darauf zu werfen, welche Erfahrungen eben auch vorliegen mit Bürgerbeteiligung. Haben wir jetzt auch nochmal ganz viel schon gehört von Frau Petersen, aber vielleicht gibt es da auch nochmal Ergänzungen. Auch nochmal zu hören, wie können Bürgerinnen und Bürger die Energiewende vorantreiben. Welche weiteren Bündnisse, gesellschaftlichen Bündnisse brauchen wir? Ja, und das wird auch, glaube ich, mit ein wichtiges Bündnis mit der Landwirtschaft auch schon mal angesprochen worden. Ich glaube, da sind auch eine Reihe von Fragen gekommen. Gehen wir nochmal drauf. Und eben auch, welche Widerstände und Nutzungskonflikte gilt es zu überwinden? Das ist jetzt mal so das Spektrum an Fragen, was uns jetzt in der nächsten verbleibenden Stunde insgesamt interessiert. Und wir starten jetzt hier so eine Viertelstunde vielleicht auf dem Panel und dann geht's auf. Von daher würde ich Sie alle jetzt nochmal bitten, diese Frage, was ist aus Ihrer Sicht die ein, zwei oder die zentralen Maßnahmen, um diese Wende wirklich auch zu schaffen bis 2030, diesen Ausbau auf 80-100% erneuerbar. Wer einsteigen mag, darf die Hand heben. Frau Wesselmann. Ja, wir haben jetzt gerade vor wenigen Monaten eine Studie erarbeitet, das sind nicht als zwei Maßnahmen, sondern 17 Maßnahmen definiert worden, die im kommunalen Entscheidungsbereich sind. Es geht ja nicht darum, sich jetzt irgendwas zu wünschen, sondern was können die Kommunen machen. Und die allerwichtigsten, das wundert hier keinen, ist natürlich Ausbau der erneuerbaren Energien und Einsparungen. Also das Thema kommunale Unterstützung bei den zum Beispiel Landwirten, die Bürgerwindparks entwickeln wollen, das ist ganz oben, beschleunigende Verfahren entsprechend ist ganz oben. Ausbau der Solarenergie ist bei uns wie überall, glaube ich, ein Riesenthema. Und da auch weiter Linie zu unterstützen, ist ein wichtiges Thema. Aber auch das Thema Wärmeleitplanung in den Kommunen ist sehr wichtig. Also der ganze große Bereich Quartiere, Wärmeeinsparungen, das sind, glaube ich, sehr wichtige Bereiche. Jetzt lasse ich mal alles, was jetzt im politischen Kontext angeht, da kommen wir gleich sicherlich drauf, dass diese Stimmung natürlich auch da sein muss, lasse ich mal beiseite, aber die Punkte sind mir wichtig. Vielen Dank, Frau Wesselmann. Vielleicht, falls die Studie nicht bekannt ist, freut man sich vielleicht, wenn die auch gepostet wird. Es ist natürlich spannend, wenn es da eben solche Arbeiten auch schon gibt, auf die man zurückgreifen kann. Na, Herr Hastert, Sie waren als Nächster mit der Hand oben. Ich sage, Arbeitsgeschwindigkeiten schaffen. Um die Arbeitsgeschwindigkeit zu schaffen, muss die Bürokratie abbauen. Wenn ich heute anfange, Stand jetzt, eine Freiflächenanlage zu planen,
muss ich ja aus dem Acker erstmal ein Industriegebiet für Energie machen. Das heißt, ich habe ein planungsrechtliches Verfahren, das mindestens erstmal im B-Plan-Verfahren dann 2 Jahre dauert, bevor ich mal überhaupt in diese Richtung komme, dass ich so eine Anlage bauen kann. Und das muss sich verändern. Und wenn ich jetzt wieder aus meiner Perspektive gucke, ich sagte ja gerade, wir müssen Schutzgebiete für Landwirtschaft schaffen, müssen wir sagen, das fällt ja alles bei diesen Agri-PV-Anlagen weg. Denn wir bleiben ja Acker. Und es ist ja mittlerweile auch politisch geregelt, dass der Landwirt weiter seine GAP, also seine EU-Förderung bekommt, wenn nicht weniger als 15% der Fläche sozusagen nicht mehr zur Verfügung stehen. Und in dem Falle ist es jetzt so, dass genehmigungsrechtlich gar nicht mehr umgewidmet werden darf, weil der Landwirt würde ja kein EU-Geld mehr kriegen, also keine GAP-Förderung, wenn er gar kein Land mehr, gar keinen Acker mehr hat, sondern plötzlich ein Industriegebiet. Also insofern haben wir hier eine Chance, über ein ganz einfaches B-Plan-Verfahren, ein ganz einfaches privilegiertes Bauverfahren sehr schnell Geschwindigkeit aufzunehmen. Das ist noch gar nicht bis jetzt so durchgedrungen, dass wir neue Perspektiven und Möglichkeiten haben, wenn wir darauf verzichten, Flächen zu versiegeln und mit den Landwirten langfristig zusammenzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, eine ganz neue Perspektive, die wir einnehmen müssen und eine ganz neue Richtung, um diese Geschwindigkeit zu bekommen. Vielen Dank, Herr Hastert. Ich komme gleich zu Ihnen, Frau Petersen. Herr Hastert, schon mal der Hinweis, es gibt so ein paar Fragen auch zur Agri-PV in den Fragen und Antworten. Falls Sie einen Blick drauf werfen wollen können, können Sie sich schon mal, ich rufe es ansonsten nachher nochmal auf, aber es gibt da offensichtlich nochmal ein Interesse dran. Frau Petersen, Sie haben die Hand oben. Ich würde sagen, dass was wir jetzt wirklich brauchen, ist Personal, Material und Geld, um das mal so zusammenzufassen. Und das ist meiner Meinung nach an jeder Stelle so. Also ich glaube, dass ein Problem ist, dass die Priorisierung, rein theoretisch redet man immer so, wir sollen das jetzt in 8 Jahren beziehungsweise in 15 Jahren oder sowas hinbekommen. Aber wenn wir nicht eine ganz andere Priorität da reinsetzen und ganz anderes Personal auch reinsetzen, und zwar das gilt für die Kommunen, das gilt für uns in der Bürgerenergie, wir müssen da tatsächlich professionelle Arbeitskräfte haben. Und wir brauchen natürlich Material. Das ist momentan das Problem mit der Materialverfügbarkeit. Das ist schon eine Schwierigkeit. Das Geld sehe ich sozusagen als das geringere Problem. Aber wenn ich jetzt sehe, wie an anderen Stellen momentan aufgrund von irgendwelchen Krisen ruckzuck irgendwelche Sondergeschichten gemacht werden, dann frage ich mich schon, warum wir das jetzt im Energiebereich nicht machen. Also jetzt nicht nur wegen der Energiewende hin zu 100% erneuerbar, sondern auch angesichts dessen, dass uns wirklich fossile Energien jetzt ja ganz akut knapp werden. Also da finde ich schon, dass man nochmal ganz anders forcieren müsste und dass wir das eigentlich alle machen müssten. Und das andere haben die anderen schon gesagt, natürlich brauche ich mehr Tempo im Genehmigungsbereich. Also wenn ich eine Anlage nicht bauen darf, weil ich es nicht genehmigt bekomme, ja, dann nutzt alles nichts. Vielen herzlichen Dank, Frau Petersen und Frau Herrndorf. Genau, ich würde mich auch noch mal ganz explizit dafür aussprechen, dass wir die Flächen in den Fokus nehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat die Studie auch gezeigt, die ich vorgestellt habe. Und da zählen natürlich dann eben die Punkte Naturschutz. Die Konflikte dort müssen wir schnell lösen. Und Planungs- und Genehmigungsverfahren. Herr Haas, das hat skizziert, wie lange das dauert. Das können wir uns einfach nicht erlauben. Und das ist eines der obersten Ziele, neben den anderen, die ich schon dargestellt habe, die wir da schaffen müssen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Es wäre jetzt natürlich spannend, auch so einen Blick ins Publikum werfen zu können und in Gesichter, ja, wie Sie sozusagen an dem Bildschirm auch das einschätzen würden. Wir stellen es uns einfach ein bisschen vor. Flächen, Arbeitsgeschwindigkeit, Ressourcen, Verwaltungsgeschwindigkeit ändern, sind jetzt auch alles keine dünnen Bretter, glaube ich. Aber müssen einfach auch benannt sein. Wir wollen jetzt so ein bisschen den Fokus nochmal richten drauf, auf dieses Thema Bürgerbeteiligung, ja, Ausbau auch bei Photovoltaik und Windstrom. Und da würde ich jetzt gerne Herrn Hastert auch nochmal fragen, ganz, ganz gezielt sozusagen, welche Rolle Bürgerbeteiligung bei Agrisolar spielt und welche Erfahrungen, oder gibt es dazu schon Erfahrungen, auf die Sie dann vielleicht auch verweisen würden, das würde mich interessieren. Also Agri-PV ist ja noch eine sehr junge Disziplin.
am Ende des Tages ist jetzt erst der Aufbau sozusagen, startet ja erst richtig durch. Aber es gibt keinerlei Gründe, warum nicht Bürgerbeteiligungsmodelle in gleicher Form wie bei Wind oder sonstigen Anlagen sozusagen realisiert werden oder realisiert werden sollten. Und ich glaube sogar noch ganz im Gegenteil, denn wir haben ja die Situation, wenn wir heutzutage gucken, wie klassisch eine Freiflächenanlage pilotiert wird, kommt sozusagen der Projektierer, bietet dem Landwirt einen Haufen Geld, sodass der im Prinzip eigentlich auf seiner Fläche nicht mehr arbeiten muss. Der Landwirt gibt dann für 30 Jahre lang sein Land ab, darauf wird eine Anlage errichtet. Er hat also mit der Landwirtschaft in dem Sinne nichts mehr zu tun, ist auf dieser Fläche gar kein Landwirt mehr. Warum also nicht Modelle fahren, wo sich Bürger mit Landwirten zusammentun, die Versorgungssicherheit, also auch im Solawi-Gedanken weiterführt und die Ernährungssicherheit zusammenbringt im bürgerschaftlichen Engagement mit Bürgerenergiegesellschaften und daraus wieder eine ganz neue Symbiose und eine ganz neue Struktur bauen. Also ich glaube, da steckt ein enormes Potenzial, weil der Unterschied, den muss man erstmal einmal erkennen in der Agri-PV, ist der, man geht eine Partnerschaft ein. Man ist gemeinsam erfolgreich. Nur wenn der Landwirt unten drunter auch diese 30 Jahre dann oder 20 Jahre erfolgreich weiter wirtschaftet, hat man selber ja auch etwas davon, wenn am Ende sozusagen die Energie produziert wird. Das ist ja eine Symbiose. Und das ist, glaube ich, ein ganz neuer Faktor, der bis jetzt noch nie so richtig berücksichtigt wurde und auch viele Chancen und Möglichkeiten für Bürgerenergiegesellschaften bietet. Vielen Dank, Herr Harstadt. Ich nehme jetzt mal gerade eine Frage hier aus dem Chat auch schon mal rein, weil die vielleicht dann noch mit einer Rolle spielte, unter anderem, ich nehme die anderen auch noch auf, aber es war so die Frage, ne, also welchen Stellenwert hat diese Fläche dann? Ist das, eine Frage sagt, fällt die EU-Förderung für landwirtschaftliche Produktion weg, wenn die Flächen durch Agri-PV überbaut werden? Ne? Das ist so, was ist es eigentlich? Vielleicht können Sie das ist ja das Besondere, es ist jetzt auch klar definiert, es bleibt Acker, es bleibt landwirtschaftliche Fläche. Und somit hat der Landwirt auch alle weiter sein Recht, seine EU-Förderung, alles das bekommen, was er bis jetzt an Förderung auch bekommen hat. Und insofern ist das auch der große Unterschied zu allen anderen Freiflächenstrukturen. Vielen, vielen Dank. Ja, ja, ich habe gesehen, es ist noch eine Frage, auch die, glaube ich, nochmal Richtung Frau Herrndorf ging, also die auch was mit Beteiligung, jetzt eher mit finanzieller Beteiligung zu tun hat, aber da das ja gerade so ein bisschen auch so eine Überschrift ist. Und zwar die Frage ist wichtig, das muss man gerade gucken, wie heißt sie, wichtig wäre eine verlässliche Beteiligung der Kommunen und der Bevölkerung, also eine verlässliche, ja. Diese Kann-Regelung wäre völlig unkalkulierbar, weil sie bis zum Beschluss eines Bebauungsplans darüber nicht einmal gesprochen werden darf. Also wie kann eine Verlässlichkeit für alle Anlagen erreicht werden? Gibt es Pläne, die die Belieferung in der Nachbarschaft zu günstigeren Bedingungen ermöglichen? Können Sie diese Frage, die relativ hohe Resonanz eben auch erfahren hat, beantworten, Frau Herrndorf? Ja, also es gab ja bei dieser Beteiligung von Kommunen, das steht auch im Entwurf des EEGs drin, da, also nicht in dem Entwurf, sondern in dem Text, begleitenden Text dazu, da gab es einen Austausch mit verschiedenen Kommunen und dem Bundesministerium. Und da wurden genau diese Probleme dann auch besprochen und auch Rechtsunsicherheiten beseitigt. Ich weiß jetzt nicht, ob genau diese konkrete Frage mit dem Bebauungsplan da auch drunter fällt. Aber das, was ich so gesehen habe, war die einhellige Meinung vieler auch Verbände, die sagen, das hat jetzt schon sehr viel Rechtssicherheit gegeben. Und insofern wäre da nochmal genau zu schauen, ob das damit ausgeräumt ist, könnte ich mir schon vorstellen. Alles in allem hatte ich natürlich den Punkt angesprochen, dass die Anlagen, die aus der EEG-Förderung rausfallen, die in Zukunft ja deutlich zunehmen werden, dass die dadurch nicht abgefedert werden, ist natürlich dann weiterhin ein Problem. Da sehe ich eigentlich eher die größere Baustelle. Und von daher, genau, wäre das ein Punkt, wo Sicherheit dann auch wieder eine wichtige Rolle spielt. Und darüber hinaus kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ob vielleicht Anwohner beteiligt werden müssten. Denn wir müssen uns immer vor Augen führen, dass die Reihe heißt ja Green Cities, dass die Städte es eben nicht selber schaffen können, ihren Stromverbrauch durch Erneuerbare zu decken, sondern dass das der ländliche Raum schaffen muss. Und da muss es dann natürlich einen Ausgleich geben, gerade für die Kommunen und vielleicht dann eben auch für die Bürgerinnen und Bürger der Kommunen direkt, die eben für den Ausbau deutlich sorgen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Herndorf. Ich hoffe, die Frage von der Person ist auch entsprechend beantwortet worden. Ansonsten werden wir es merken. Ich sehe, Frau Wesselmann hat die Hand oben. Ich nehme Sie gleich dran, Frau Wesselmann. Und ich würde gerne an der Stelle schon mal die Ankündigung machen, dass wir so als im nächsten Schritt jetzt auch die Öffnung für alle machen wollen. Also ich werde zum einen die Fragen, die hier bei Frage und Antworten kommen, aber auch, wenn Sie live eine Frage stellen möchten an unsere Panelisten oder einen Beitrag machen, einen kurzen machen möchten, dann heben Sie bitte die Hand und ich rufe Sie dann zum gegebenen Zeitpunkt auf. Also von daher, wir starten jetzt auch mit der gemeinsamen Öffnung, weil hier kommt schon eine ganze Menge auch an. So, das wollte ich vorne wegstellen und ja, Frau Wesselmann und dann Frau Petersen. Ich wollte noch ein paar Erfahrungen aus dem Kreis Steinfurt zum Thema Bürgerenergie beisteuern. Ich glaube, die Frage vorhin zielt hier auch damit ab, kann ich irgendwie als Kommune dafür sorgen oder jemanden quasi fast dazu zwingen, auch in Bürgerenergieprojekten, zum Beispiel im Bereich Windenergie, sich zu engagieren. Und da ist die Antwort erstmal nein. Wenn ein Landwirt, die Fälle haben wir bei uns im Kreis Steinfurt auch gehabt, wenn der frühzeitig einen Vorvertrag schließt mit einem Projektierer, der von irgendwo herkommt, dann kann ihn letztlich, wenn alles nach Recht und Gesetz, alle Gutachten, alles in Ordnung ist, muss eine Behörde letztlich genehmigen. Also es kann kein Zwang ausgeübt werden im Moment, dass wirklich Bürgerenergieprojekte oder irgendwelche Beteiligungsangebote eingelöst werden, sondern das ist eben eine Frage der, wie soll ich sagen, der Stimmung und auch des, was ich eben kommunales Coaching genannt habe, dass die Bürgermeisterinnen sehr sensibilisiert werden. Die kennen ja oft ihre Flächenbesitzer, zu sagen, bitte mach keine Vorverträge, kümmere dich um das Thema Beteiligung, du hast viel mehr Frieden mit deinen Nachbarn, mit den Menschen in unserer Kommune, wenn du die frühzeitig mitbeteiligst. Das hat bei uns ja gut funktioniert. Wir haben ja über 20 Bürgerwindparks und insgesamt an die 4000 Kommanditisten, die auch beteiligt sind an den GmbH und Co. KG. So ist bei uns ja das normale Modell. Ein Wort noch zu dem Thema Freiflächen-PV. Wir sind dabei, die Leitlinienbürgerwind, die uns seit 10 Jahren erfolgreich tragen, zu erweitern in Richtung Leitlinienbürgerenergie, wo wir genau das auch festschreiben, dass nämlich auch Bürger-PV-Projekte entwickelt werden, Freiflächen-PV natürlich in aller Regel. Bei uns im Münsterland ist das Thema Agri-PV, Agro-PV nicht wirklich relevant. Wir haben ganz viel Maisflächen. Das ist natürlich mehr eine Sache, die sich für den Bereich Gemüseanbau oder Beerenobst oder sowas eignet. Aber das können Sie ja, das hat ja sagen, im Bereich von Agri-PV auf zum Beispiel normalen landwirtschaftlichen Flächen haben wir dann das Problem, dass da keine großen Renditen zu erwarten sind. Entsprechend wollen und können auch da die Bürgerbeteiligungsmodelle nicht so gut funktionieren wie im Bereich Windenergie. Da waren die Renditen ja oft ganz beträchtlich, in letzter Zeit ganz besonders. Dadurch ist das ein schwieriges Thema, aber auch eins, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, wo wir unbedingt ran müssen, weil da sind auch letztlich Akzeptanzfragen zu klären bei großen freiwilligen PV-Anlagen, die jetzt nicht aufgeständert sind, dann vielleicht sogar erst recht, um die Bürgerinnen und Bürger da mitzunehmen. Vielen Dank, Frau Wesselmann, für Ihre Perspektive. Ich sehe auch nicken bei Herrn Hastert, dass so die Einschätzungen auch angekommen sind. Frau Petersen. Ja, ich wollte noch mal sagen, wie wichtig aus meiner Sicht es ist, dass in dem Osterpaket die Ausschreibungspflicht für die Bürgerenergie rausgenommen wurde. Also ich glaube, das ist schon auch nochmal eine ganz besondere Chance jetzt auch für die Kommunen, Projekte als Bürgerenergieprojekte direkt zu entwickeln, die Bürger zu beteiligen, ob es schon eine bestehende Genossenschaft ist oder eine Genossenschaft auch dafür zu gründen oder eine Nachbargenossenschaft mit einzubinden und dann eben auch wirklich zu sagen, ja, und wir sind auch sicher, dass das dann auch zum Zug kommt. Wir müssen dann nicht in dieses Ausschreibungsverfahren rein. Das sehe ich für eine ganz, ganz, ganz große und eine ganz wichtige Sache, die da für die Bürgerenergie jetzt gemacht wurde. Der andere Punkt ist natürlich, Bürgerenergie steht und fällt natürlich auch damit, Menschen machen gern irgendwo mit, wo es auch was nachher gibt. Also ich meine, man macht auch gern einfach so mit, aber es ist natürlich schöner, wenn es nachher was zu verteilen gibt. Und das ist schon auch eine Aufgabe angesichts der Inflation, angesichts der Preissteigerung, die wir jetzt haben, auch politisch nochmal nachzusteuern und zu überlegen, wie gehen wir damit um. Denn letztendlich, wenn die Projekte nicht mehr rentabel sind,
dann ist es natürlich schwierig, wer finanziert die? Und dann ist natürlich genau auch solche Bürgerenergie, die hat ja das Wichtige, dass es auch sicher ist. Also man will ja nicht Leuten, das ist, wenn irgendwelche Leute, die nicht viel Geld haben, sich beteiligen, da wollen wir, will man kein Risiko eingehen. Und deswegen ist es schon auch wichtig, sichere Strukturen auch zu schaffen. Die Genossenschaften sind sichere Strukturen, aber es hängt auch am Rahmen. Und da, glaube ich, ist schon auch politisch noch mal was zu tun. Vielen herzlichen Dank, Frau Petersen. Ja, jetzt schaue ich mal hier in die Frage, die offenen Fragen und gucke mal so ein bisschen auch, welche Themen sich dabei so rauskristallisieren. Also ich habe gesagt, es gibt einige Fragen auch zu Agri-PV, die rufen wir gleich noch auf. Es gibt aber auch so ein paar Stichworte zum Thema Mieterstrom, ja, das habe ich gesehen, also auch zum Thema Netze. Und vielleicht fangen wir mal mit diesen Dingen an. Es dauert einen kleinen Moment, bis ich mich hier kurz hingescrollt habe. Das ist doch eine ganze Menge Fragen. Genau, also es wurde zum einen beispielsweise gefragt, ne, wie kann Energiewende funktionieren, wenn Solarstrom einspeise und nur 5,7 Cent bekomme? Und wenn ich den gleichen Strom beziehe, aber 25 Cent bezahle. Ja. Also sozusagen, das ist, glaube ich, vielleicht auch Frau Petersen ein bisschen das, was Sie gerade auch so ein Stück weit vielleicht auch noch mit meinten, was dann auch nochmal die Rahmenbedingungen angehen. Also das wäre, glaube ich, so ein Punkt. Also sozusagen die Vergütung war ein Stichwort. Und ein anderes Stichwort, was hier auch mal wieder aufgetaucht hat, war so die Frage nach dem Netzausbau. Ja, wie kann man eben auch letzten Endes, genau, sehr gut, Frau Herndorf, die Hand geht schon hoch. da hätte ich Sie nämlich tatsächlich auch gesehen. Das wäre so ein bisschen der zweite Themenkomplex. Und der dritte, dann kommen wir dann nochmal zu Herrn Hastert und alles rund um Thema Agri-PV. Also zuerst nochmal der Punkt, jetzt habe ich meine Frage tatsächlich nicht mehr parat. Die erste Frage, Frau Petersen. Ich wollte aushelfen, das war die Frage, danke, nach der Vergütung, nach der Einspeisung. Genau, danke. Frau Herndorf, dann steigen Sie doch gleich ein. Genau, das war nämlich auch die erste Frage. Genau. Da ist ja ein Punkt zu berücksichtigen bei dieser Betrachtung, und zwar den Strom, den man einspeist. Dafür bekommt man ja im Grunde den Preis, den der Strom selber wert ist. Wenn man jetzt Strom bezieht, sind da natürlich noch verschiedene andere Dinge drin. Zum einen die Netzentgelte, und dann haben wir noch 5 Steuern und Umlagen da drin, die wir wiederum auch brauchen, um das System an anderer Stelle zu finanzieren. Und insofern ist das natürlich hier ein hinkender Vergleich. Man kann natürlich aktuell argumentieren, das ist ja die Problematik, dass im Moment, wenn ich Strom einspeise und ich die 5,7 Cent bekomme, der Marktpreis, und das spiegelt ja eigentlich den Marktpreis wider, der ist natürlich im Moment aufgrund des Krieges deutlich höher. Insofern ist das im Moment eine schiefe Betrachtung. Aber man muss eben immer mit berücksichtigen, dass in dem Strompreis für den Bezug eben halt auch noch diese anderen Kostenkomponenten drin sind. Genau, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, also um da mal ein paar Zahlen zu nennen, wenn wir jetzt einen Strompreis uns vor Augen führen von ungefähr 30 Cent, dann ist da ein bisschen weniger als ein Drittel zum Beispiel für die Netzentgelte drin. Und das ist auch ein Spagat, den wir hinbekommen müssen. Man kann natürlich immer sagen, okay, ein Eigenverbrauch, also wenn jemand direkt den Strom verbraucht, den er auch produziert, das ist natürlich das Beste. Das ist natürlich auch super, weil wir in gewissem Maß den Netzausbau dadurch reduzieren. Aber wir müssen eben auch sehen, dass diese Leute dann kein Netzentgelt bezahlen, weil sie davon ausgenommen sind, auch keine Steuern und Umlagen zum Teil. Und insofern wird dann dadurch das Gesamtsystem tendenziell eher belastet. Deswegen ist das immer so ein Spagat, den man da in dem Zusammenhang auch im Hinterkopf haben muss. Man kann jetzt nicht sagen, okay, keiner zahlt mehr Netzentgelte, aber wir brauchen massiven Netzausbau. Und dann ist natürlich die Frage, wer zahlt das dann nachher? Vielen, vielen Dank. Ich würde vielleicht auch zu dem Thema Netze, und dann komme ich zu Ihnen, Frau Petersen, noch mal nachlegen, auch 2 Fragen, die hier nochmal kamen. Also die eine Frage war, wird denn der Strom nicht automatisch ins Bundesstromnetz eingespeist? Wie lässt sich gewährleisten, dass der Strom, der vor Ort erzeugt wird, auch vor Ort benutzt wird? Es gab das Stichwort Mieterstrom. Also einfach so die Frage, ne?
wie wird dieser Nexus hergestellt? Und die andere Frage war, wichtig erscheint es, den zeitweise überschüssigen Strom, also wir haben vielleicht auch schon von Solar-PV-Anlagen gehört, die abgeschaltet werden mussten, weil das Netz überlastet war. Also wichtig erscheint es, diesen zeitweise überschüssigen Strom in Power-to-Gas, Elektrolyse und so weiter zu überführen. Wer sind die Akteure in diesem Bereich und wie könnten diese unterstützt werden? Also das waren nochmal so zwei Fragen vielleicht in Richtung Netz. Ich nehme an, dass die vielleicht auch bei Frau Herndorf gut aufgehoben sind, aber natürlich auch gerne auch bei allen anderen. Frau Herndorf erstmal. Ja, ich fange gerne an. Mhm. Ja, der Überschussstrom ist natürlich total wertvoll und der muss bestmöglich genutzt werden. Und da gibt es natürlich schon verschiedene Lösungen. Wir haben einmal natürlich die Power-to-Heat-Anlagen, die daraus dann Wärme erzeugen, die wir zum Teil dann auch zwischenspeichern können. Die Elektrolyseure, die daraus Wasserstoff generieren können. Wir brauchen mehr Batterien, die diesen Strom dann zwischenspeichern können. Und das ist eben wichtig, das hatte ich ja auch im Vortrag dargestellt, weil was eben nicht passieren darf, ist, dass wir Erneuerbare abregeln, weil wir nicht wissen, was wir mit diesem Strom machen oder weil wir den Strom nicht wegbekommen. Was in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, ist eben immer auf das Netz zu schauen, weil man kann eben nicht sagen, man kann nicht Deutschland gesamt betrachten, sondern man muss eben immer noch die technische Perspektive mitdenken. Man muss sich immer fragen, da, wo ich den Überschussstrom habe, habe ich da auch den Bedarf? Oder anders gesagt, es kann nicht sein, dass ich im Norden den Überschussstrom habe und im Süden den Bedarf. Also da brauchen wir dann eben diesen Netzausbau, um das gut zusammenzubringen. Das findet sich auch in unserer Studie Klimaneutrales Stromsystem 2035 wieder, wo ein großer Teil auch dem Netzausbau gewidmet ist, weil wir da eben einen Paradigmenwechsel brauchen, um halt diesen ganzen erneuerbaren Strom eben an die Orte zu bringen, wo wir ihn dann auch gebrauchen können, um eben Überschussstrom zu vermeiden. Genau, und beim Eigenverbrauch, da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Zum einen ist es so, natürlich da, wo der Strom eingespeist wird, wird er physisch dann auch im Umfeld quasi verbraucht. Man kann das natürlich auch technisch direkt klären. Im Mieterstrom ist das so der Fall. Da geht dann immer der Strom, der aus der Anlage kommt, erstmal an die Mieter und erst dann ins Netz. Da gibt es verschiedene Spielweisen. Genau, das zum Eigenverbrauch. Vielen Dank. Ja, genau, das Stichwort Mieterstrom ist hier auch einfach nochmal häufiger gekommen. Es war nochmal die Frage, welche Akteure da unterstützt werden müssen, wenn es um diesen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Sie das nochmal so explizit beantwortet haben, da wir ja auch hier wirklich mit Blick auf Allianzen schauen. Frau Peters, noch einen Moment Geduld, aber ich nehme an, vielleicht haben Sie dazu auch noch was zu sagen. Ja. Also die Akteure, die gebraucht werden, damit wir mit dem Überschussstrom besser umgehen? Ja, genau. Mhm. Ja, also natürlich zum einen muss man da ganz klar sagen, werden die Netzbetreiber gebraucht, die da jetzt eben dann den Ausbau voranbringen müssen. Ich denke, das ist das Wichtigste. Genau, weil wir den Ausbau der Erneuerbaren brauchen wir überall. Da werden die Akteure gebraucht, über die wir heute auch schon viel gesprochen haben. Aber um Überschussstrom zu vermeiden, ist es eben wichtig, möglichst viele Punkte miteinander zu verbinden. Und dafür brauchen wir den Netzausbau. Dafür brauchen wir schnelle Genehmigungsverfahren für den Netzausbau und dafür brauchen wir die Fernleitungs- und die Verteilnetzbetreiber. Vielen herzlichen Dank. Und an der Stelle vielleicht nur zum Teilen, einer der hat hier auch geteilt, man bräuchte einfach achtmal, Herr Lüdemann teilt, wir bräuchten achtmal so viele Solateure. Die IHKs könnten helfen, wenn sie Fortbildung für Elektrotechniker und Dachdecker anbieten. Also von daher immer. Würde mich interessieren, wie Frau Desselmann das vielleicht auch sieht, ne? Ob Sie das auch schon mal in diese Richtung versucht haben, genau im Sinne eines Bündnisses. Vielleicht kann man das nochmal aufgreifen. Aber jetzt, Frau Petersen, vielen Dank für Ihre Geduld und auch nochmal die Aufforderung oder Einladung auch an Sie im Publikum. Wer sich direkt live zu Wort melden möchte, kann einfach die Handhebefunktion nutzen und ich werde Sie bei gegebener Zeit aufrufen. Wir werden aber auch noch das Agri-PV-Thema auch mit Herrn Hastert noch bearbeiten. Keine Sorge. So, Frau Petersen. Ich denke, die Frage, die jetzt aufgeworfen wurde, macht eigentlich deutlich, dass wir vor einer Aufgabe stehen von einem System, das bis jetzt die Erneuerbaren als kleines Add-on betrachtet hat, zu einem System zu kommen, wo die Erneuerbaren das Einzige sind. Und aus meiner Sicht auch dieses Prosuming, also dieses
gleichzeitig also Erzeuger zu sein, Verbraucher zu sein, dass das alles gar nicht mehr so zu trennen ist, dass das der Standard wird. Und das braucht natürlich auch von dem gesamten Regulatorien Veränderungen. Also die Frage kann, funktioniert die Börse auf Dauer weiterhin so, wie sie es jetzt funktioniert, die Preisbildungen, aber eben auch die Umlagen, an welchen Stellen fallen die an? Also ich denke, da ist wirklich von der Bundesregierung jetzt richtig viel Arbeit zu tun. Also das, was sie jetzt machen, im EEG aufzuräumen, das ist ein erster wichtiger Schritt. Aber das steht natürlich unglaublich viel an und ich denke, sie sind auch dran. Also das bin ich auch zuversichtlich. Und ich denke, oder was meine Bitte dabei ist, ist tatsächlich diese Beteiligung der Bürger, die aktive Beteiligung, immer mitzudenken, weil ich glaube, dass sie für die Akzeptanz und auch als Regulatorien total wichtig sind. Weil in dem Moment, wenn wir die Prosumer wirklich als solche wahrnehmen, haben wir auch sehr viel Potenzial, auf ganz niedriger Ebene schon zu regeln und auch die Menschen in ihren Fähigkeiten selber zu gucken, wann sie was verbrauchen, auch zu nutzen. Und das wird uns in den Ausbau sehr helfen. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, hier das zu fördern und nicht durch die Regulatorien eher auszubremsen. Also Energy Sharing auch über das eigene Dach hinweg auch, das halte ich für sehr wichtig. Vielen, vielen Dank auch immer für die Erweiterung der Perspektive. Ja, jetzt würde ich mich, wenn sonst keine Wortmeldung gibt, tatsächlich nochmal das Thema Agri-PV, die verschiedenen Fragen, die hier gekommen sind, an Herrn Haaster. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es mittlerweile auch schon ein bisschen mitverfolgen können. Ich versuche es immer alle aufzugeben. Das eine war, wie sehr wird landwirtschaftliche Produktion durch die gleichzeitige Photovoltaik gemindert? Also sozusagen, ich verstehe die Frage so erstmal grundsätzlich oder vielleicht jetzt auch in diesem ganz konkreten Fall. Und eine andere Nachfrage, ob es sich vielleicht sogar auch positiv auswirkt, die Verschattung. Ja? Also, ja. Genau. Ja. Hier wurde dann auch eine Studie dazu zitiert. Also das war so die eine Frage. Ich gucke gerade noch, was gab es noch? Moment. Es gab nämlich noch mehr Fragen zur Agri-PV. Nee, sind dann offensichtlich schon alle beantwortet. Okay, dann nehmen wir die. Ah, doch, hier, genau, die zweite Frage war es. Ob Sie auch schon Projekte in Verbindung mit temporär vernässten Wiesen oder Mooren durchgeführt haben? Ja. Vielleicht beantworten Sie es auch dann schriftlich unter Umständen, weil es eine sehr spezielle Frage mir scheint, Entschuldigung, aber auf jeden Fall gerade nochmal diese Frage, wie wird die landwirtschaftliche Produktion beeinflusst? Also im Hintergrund sehen wir ja eine Agri-PV-Anlage. Es gibt nicht die Agri-PV-Anlage. Es gibt unterschiedliche Typen von Agri-PV-Anlagen, auch für unterschiedliche Anbaumethoden, für andere unterschiedliche Fruchtfolgen. Und es gibt auch nicht die pauschale Aussage, das funktioniert alles oder das funktioniert nicht. Was wir wissen ist, dass schattentolerante Pflanzen bessere Erträge sogar erzeugen, als wenn sie ohne Agri-PV mittlerweile auskommen, da wir einfach zum Teil zu viel Sonne mittlerweile haben. Und wir wissen auch, dass wir unter diesen Anlagen das Mikroklima verändern oder das Mikroklima sogar durch spezielle Bewässerung steuern können und damit eben die entsprechenden Fruchtfolgen positiv beeinflussen. Und insofern kann man mittlerweile sagen, ja eigentlich, es gibt ein paar Ausnahmen, wo die Erträge mindernd sind, aber im großen Kontext sind sie gleich oder besser. Und das macht natürlich auch dann die Attraktivität aus, weil wir nicht mehr davon reden, ja, wir machen das für den Energiefaktor. Wir machen das genauso für die zukünftige langfristige Sicherheit der Ernährungsversorgung und den langfristigen Auftrag der Landwirte. Ja? Landwirte sind ja generationengebundene Menschen, die sehr wertvoll mit ihrem Boden umgehen in der Regel und insofern auch immer suchen, wie kann es denn jetzt auch die nächsten Jahrzehnte weitergehen. Und ich glaube, da finden wir eine Lösung mit, die am Ende des Tages dazu führen kann, dass eben alle davon partizipieren. Es gibt keine Verlierer mehr. Wir heben das Flächenproblem auf, ja, weil die Fläche nicht mehr die Konkurrenz ist, sondern wir können es gemeinsam gestalten. Das Einzige, was wir wirklich sagen müssen, und das sage ich auch ganz offen, nicht die Spitze bringt die Rendite und den Gewinn. Das heißt, man muss immer einfach reden, was ist genug und wie viel Rendite muss aus Energie erzeugt werden und wo ist der Mix von allen, dass alle sich am Hinterher auch dann damit wohlfühlen und auch alle damit wirklich gut klarkommen. Und das ist etwas, was heutzutage in der Freiflächenthematik komplett anders gesehen wird, weil da wird geguckt, wie kann ich möglichst viel auf kleiner Fläche raufkriegen und wie kann ich möglichst natürlich auch aus den Kostensituationen heraus ja, gucken, dass am Ende des Tages viel Energie und möglichst teuer verkauft wird.
Und das ist etwas, wo man auch wieder dann in partizipativer Weise sprechen muss, auch in dem bürgerschaftlichen Gedanken, wie können wir es denn gemeinsam machen? Weil es ist eine gemeinsame Aufgabe und Landwirtschaft, Energiewirtschaft und bürgerschaftliches Engagement können es gemeinschaftlich auch lösen. Und ich glaube, das ist etwas, was eine sehr spannende Herangehensweise am Ende des Tages ist. Vielen herzlichen Dank, Herr Hastert. Sie haben jetzt auch, glaube ich, auch schon gerade nochmal ein gutes Stichwort gegeben, zumindest für mich. So Stichwort, man kann es schon gemeinsam lösen. Und eine unserer Leitfragen der Veranstaltung ist ja auch die, ne, also auf welche Widerstände, welche Hürden und Konflikte begegnen uns und wie kann man damit gut umgehen? Vielleicht wäre das auch nochmal so eine Frage in die Runde und auch gerne auch ans Publikum. Also wenn Sie diesbezüglich auch nochmal eine Frage oder einen Beitrag, eine Erfahrung teilen wollen, heben Sie die Hand, lassen Sie es mich wissen, dann rufe ich Sie dann auch gerne auf. Und ansonsten würde ich jetzt tatsächlich hier die Runde vielleicht auch nochmal dazu einladen, ne, im Sinne von voneinander lernen. Was sind denn so in der Praxis? Ich gucke vielleicht jetzt auch mal stark auch Richtung Frau Wesselmann im Moment nochmal. Ne, also mit wirklich mit ihrer breiten Erfahrung in vielen Kommunen. Welche Konflikte, welche Hürden mussten Sie überwinden? Und wie ist das gelungen und wie kann das gelingen? Ja, je nachdem, wovon man spricht, natürlich gerade beim Thema Windenergieausbau ist klar, die Hürden sind immer immens. Wir haben auch jahrelange Genehmigungsverfahren. Wir hatten aber, wie gesagt, gar nicht so viele große Bürgergegenbewegungen gegen das Thema Windenergie. Das ist ganz gut gelungen, weil wir eben viele Bürgerwindparks haben, wo wirklich der einzelne Bürger, Bürgerin sich finanziell beteiligen kann. Was jetzt im Moment eher hinderlich ist, das Thema hinderlich in Anführungszeichen Artenschutz, ist natürlich immer ein Riesenthema, wo der Naturschutz gegen den Ausbau der Windenergie auch agiert, beziehungsweise die Argumente auch mit einwirft. Das ist manchmal schon auch sehr viel, würde ich mal sagen, was da immer wieder eingebracht wird. Da ändern sich ja auch die Rahmenbedingungen jetzt. In NRW hatten wir das Problem mit der 1000 Meter Abstandsregelung, die ja jetzt zum Glück gekippt ist mit der neuen Landesregierung. Das ist natürlich sehr, sehr hinderlich, weil dann letztlich keiner sich traut, auch noch neue Verfahren anzustrengen. Vorfinanzierung ist immer ein großes Problem. Wer große Projekte realisiert, muss Gutachten in Auftrag geben. Das kostet dann schnell 100.000 Euro. Das sind auch Bürgergruppen nicht unbedingt bereit, als Risikokapital vorzufinanzieren. Auch da gibt es aber jetzt schon eine Lösung, ich glaube auch von Bundesseite, dass diese Vorfinanzierung von Gutachten auch mit unterstützt wird, damit speziell auch Bürgerprojekte angeschoben werden. Vielleicht kann man es aber auch nochmal andersrum drehen. Was hilft dann? Ich finde, die Erfahrung zeigt ja, es hilft immer entweder Druck, ich muss das machen, ich habe eine Vorschrift, bestimmte PV oder Solarthermieplatten auf meinem Dach zu installieren. Wenn ich es muss, dann mache ich es. Oder wenn ich was davon habe, sprich finanzielle Rendite davon abschöpfe. Dann haben bei uns die Menschen zu Hunderten in den Schützenhallen gesessen und wollten sich beteiligen. Viel mehr wollten sich beteiligen, als letztlich nachher zum Zuge kommen konnten. Auch nicht in der Höhe der gewünschten Investitionen. Die mussten alle runtergedeckelt werden. Wir haben teilweise 1.500 Beteiligungsangebote. Es konnten nachher dann nur in Anführungszeichen 300-400 Menschen sich beteiligen. Während ich also persönlich was davon habe, und das kann bei Windenergie sein, das kann aber auch aktuelle Lage beim Thema PV auf dem Dach, ich lade damit mein Auto, ich betreibe damit meine Wärmepumpe, dann habe ich, glaube ich, ganz viel schon gelöst. Und im Moment sollten wir, glaube ich, sehr stark so auf diese berühmten Low-Hanging Fruits gehen. Also PV-Ausbau auf dem eigenen Dach ist, glaube ich, ein Riesenthema. Wärmepumpen, ein großes Thema. Da haben die Menschen im Moment richtig Interesse dran, wegen der aktuellen Preisentwicklung. Und da sollten wir, glaube ich, ganz verstärkt rein. Wenn ich sehe, dass wir in ganz NRW ein einziges Agri-PV-Projekt haben, dann ist das, glaube ich, echt noch ein bisschen Zukunftsmusik. Also das wird nicht der Heilsbringer sein, fürchte ich. Da muss ich es leider rein. Sorry. Ja. Das kann ich nicht so stehen lassen. Denn wenn Sie mit Ihren Freiflächenanlagen jetzt die nächsten 2 bis 3 Jahre mit allen neuen Projekten warten, bis Sie ein neues Projekt genehmigungsrechtlich durchhaben, habe ich nach 6 Monaten Baugenehmigungszeit schon die nächsten 10 Anlagen gebaut. Das heißt, jetzt kommen wir in eine Situation, wo wir eben den Vorteil auch der baurechtlichen Verfahrenssituation nutzen können, um einfach Geschwindigkeit aufzunehmen. Und das ist etwas, was jetzt neu ist. Das muss man auch wirklich dazu sagen. Das kam durch das Osterpaket,
Das ist ja auch so, dass Habeck seine Regierung im Endeffekt das auch aufgenommen hat, auch prioritär ja im Osterpaket auch benannt hat, dass Agri-PV entsprechend auch gewürdigt werden soll. Und ich glaube, da wird jetzt sehr, sehr schnell sehr viel passieren. Und ich glaube, dass die bürgerschaftliche Akzeptanz zur Freiflächenanleihe im klassischen Sinne so stark in der Abneigung steigen wird, dass dann das Gleiche passiert wie im Wind, wie Sie gerade beschrieben haben, dass die umweltschutzrechtlichen Belange so hoch werden, dass man dann solche Anlagen gar nicht mehr durchbekommt. Und dann sind wir mit der Geschwindigkeit überhaupt nicht weiter. Also ich sehe genau das Gegenteil. Wir werden den gesellschaftlichen Dialog dahin führen, dass Freiflächenanlagen entsprechend keine Akzeptanz mehr bekommen. Und wir brauchen auf der anderen Seite wirklich den zweiten Weg, wo auch die gesellschaftliche Akzeptanz der Bürger da ist, das kann ich mitgehen. Und natürlich kann man sehr schnell sagen, die ist ja noch höher und etc. Aber es gibt halt nicht die eine Anlage, es gibt ganz verschiedene Anlagen. Und man kann halt auf umweltschutztechnischen Dingen auch wirklich sehr gut damit arbeiten, die Anlagen passend in die Natur einzufügen. Und ich will noch mal ganz gerne auf Frau Hengershoff da ihre erste Folie, wo Sie gesagt haben, dass die Gemeinden jetzt auch Möglichkeit haben, diese Parameter festzulegen. Wenn ich heute höre, dass Böden mit Bodenindexwerten von 80 oder 100 zur normalen Freiflächenanlage umgewidmet werden sollen, also toller Boden vernichtet werden soll, dann ist das etwas, was jetzt jede Gemeinde selber bestimmen kann, ab wo akzeptiere ich noch eine Freiflächenanlage. Bodenindex 20, Bodenindex 30 und selber steuern kann, wie viel Landwirtschaft möchte sie in ihrer Region schützen. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Weg, diesen Weg zu gehen. Vielen Dank. Ich habe Frau Wesselmann nicken sehen. Und ich greife jetzt nochmal auch eine Frage hier aus der Frage Antworten aus, die relativ viel Resonanz bekommen hat. Das ist die Frage, warum, und die beschäftigt, glaube ich, immer wieder viele, ja, also warum werden Flächen nicht an Bundesautobahnen vermehrt für Photovoltaik, Windkraft und Netzausbau genutzt? Also es wird die A7 genannt. Von Flensburg bis Kempten. Es wird gesagt, paralleler Netzausbau würde keine neuen Konflikte mit Schutzgütern bedeuten, weil die Bundesautobahn schon gebaut worden ist. Weitere Achsen, A1, A2 und so weiter und so fort. Frau Herrndorf. Ja, also ich denke, dass das auf jeden Fall zunehmen wird. Wir haben ja einen größeren Druck jetzt, die Erneuerbaren auszubauen. Über die Pfade haben wir ja gesprochen und die 2%-Regel Windausbau in jedem Bundesland trägt auch dazu bei, dass wir mehr Erneuerbare im Ausbau sehen werden. Und die werden natürlich tendenziell eher an den Standorten erfolgen, wo es am wenigsten Schaden anrichtet. Und da macht das natürlich, kann man natürlich sagen, neben so einer Autobahn ist das eher wahrscheinlich. An der Stelle möchte ich auf unseren PV- und Windflächenrechner verweisen. Den findet man auf unserer Homepage. Und das ist ganz interessant, da kann man sich in ganz Deutschland kann man sich reinzoomen, meinetwegen in den Ort, wo man gerade wohnt oder auch von mir aus an all die Autobahnen, die wir haben. Und dann werden die freien Flächen aufgezeigt, die verfügbar sind, wo eben Erneuerbare hin könnten. Man hat auch die Möglichkeit, bestimmte Parameter einzustellen, sodass auf jeden Fall auch nochmal eine Empfehlung, wenn man sich mal so einen Überblick verschaffen will, vielleicht auch für seine Region. Vielen Dank, Frau Herrndorf. Es gab hier auch noch eine Frage, die vielleicht, es passt jetzt nicht direkt dazu, aber greift ein Thema auf, was vorhin auch schon mal angesprochen wurde, nämlich eben diese, ich glaube von Ihnen, Frau Wesselmann, diese hohe Interesse eben halt auch von Eigenheimbesitzern, jetzt auch Photovoltaik auf die eigenen Dächer draufzubringen. Ja? Aber die entsprechenden steuerrechtlichen Hürden sind, glaube ich, allen hier in der Runde bekannt. Ja? Also, dass man dann als Eigenheimbesitzer sich dann wie ein Energieversorger verhalten muss. Ob es auch in diese Richtung Bestrebungen gibt, das zu ändern. Also das ist auch noch eine Frage, die hier Interesse im Chat hervorgerufen hat bei den Fragen. Falls jemand darauf eingehen kann, mag bitte die Hand heben. Aber erstmal Frau Petersen. Und dann geht es Richtung Ende. Ich wollte dieses Thema mit dem Agri-PV eigentlich nochmal in eine andere Richtung auch nochmal weiten. Aus meiner Sicht müssten wir insgesamt dahin kommen, dass wir Flächen mehrfach nutzen. Also eigentlich muss es darum gehen, dass wir sagen, eine PV-Anlage, die kann eigentlich immer an der Stelle, da kann immer noch was anderes passieren. Da kann darunter geparkt werden, daran kann darunter produziert werden, daran, darunter gewohnt werden. Und
aus meiner Sicht müssten wir da auch von den Gesetzesvorgaben her, also diese Doppelnutzung, das ist einfach auch Naturschutz und von dem Landschaftsverbrauch so wichtig, das müsste auch irgendwo eingepreist werden. Denn letztendlich ist es natürlich teurer, wenn ich eine Doppelnutzung mache, als wenn ich einfach nur irgendwo neues Land hernehme. Und da kommt der Naturschutzgedanke einfach auch nochmal auf einer anderen Ebene rein. Also das sollten wir eigentlich nochmal viel intensiver anschauen. Und wenn es jetzt darum auch nochmal geht, was die Kommunen machen sollten, mal einfach zu gucken, wo sind eigentlich überall Parkplätze, wo man einfach mal eine PV-Anlage drüber bauen kann und darunter nämlich wunderschön noch eine E-Ladestation. Wie können wir eigentlich die ganzen Dächer, diese großen Industriehallen, wie können wir die Leute motivieren, da auch selber dran zu gehen? Also ich denke, da gibt es einfach viel Potenzial, was wir heben können, ohne dass wir die beste Ackerfläche nutzen, die an manchen Stellen sicher auch mit der Agri-PV eine neue Lösung kriegt, aber diese Doppellösung einfach als Grundansatz da zu haben. Vielen Dank, Frau Petersen. Würde mich mal interessieren, die Resonanz jetzt hier auch aus der Runde genau darauf, auf diese Möglichkeit, also Allianzen im Sinne von gemeinsame Flächennutzung und eben auch hier sparsamer mit umzugehen. Wie sehen Sie das hier auf dem Podium oder auch im Publikum? Ja, Entschuldigung, jetzt hat sich Herr Hasselt gerade gemeldet. Ja. Nur kurz ein paar Gedanken dazu. Ich finde es genau richtig, was Frau Petersen sagt. Diese Doppelnutzung heißt ja im Grunde genommen, die Flächen, die eh da sind, die geparkt sind, die bewohnt werden, die Flächen dann nochmal zu nutzen. Und da sehe ich es auch so, dass das eigentlich Vorrang haben sollte vor wertvollen landwirtschaftlichen Flächen. Und es ist ja auch nicht so einfach, dass man sich eine Autobahn hernimmt und dann rechts und links einen Streifen PV hinsetzt. Da gehören ja immer noch die Flächeneigentümer dazu. Und die Landwirte, die rechnen ja sehr genau, können wir auf unseren Flächen auch entlang der Autobahn auf andere Art und Weise landwirtschaftliche Gewinne erzielen. Das ist denen meistens lieber, weil die eigentlich ihr Land nicht abgeben wollen und für 20 Jahre oder 30 Jahre in einem Pachtvertrag festliegen wollen. Das ist eigentlich gar nicht deren Ansinnen. Deswegen wird nicht jede Fläche automatisch entlang einer Autobahn oder einer Bahnstrecke sich selbst wenn sie geeignet wäre, umsetzen lassen. Und das ist auch richtig so, finde ich. Man sollte die Flächen nehmen, die wirklich geeignet sind und sonst erstmal mit den Flächen arbeiten, Dächer, Parkplätze, Straßen, wo sich das viel einfacher verwirklichen lässt. Vielen, vielen Dank. Ich habe ein bisschen spät vielleicht gesehen, dass ich jetzt auch noch zwei Teilnehmende aus dem Zuschauerraum gemeldet haben. Die würde ich jetzt sehr gerne vielleicht einfach direkt dran nehmen. Das war der Herr Weber und der Herr Lüdemann. Und dann schließen wir gemeinsam auch auf dem Panel ab und können vielleicht gern Beiträge gleich auch noch integrieren. Das ist jetzt erstmal der Herr Lüdemann. Der Herr Weber ist nicht mehr da. Genau, okay, dann Herr Lüdemann. Bitte. Ja, danke schön. Kann man mich hören? Hören kann man Sie super, wenn Sie ja, wollen, super. Können Sie die Kamera anmachen, aber wir hören Sie auch wunderbar. Ja, wo mache ich die Kamera an? Das Ach, wir hören einfach gut zu. Dann hören Sie mich einfach. Ja, ich machen wir das. Ich bin in Wuppertal, bin hier Stadtverordneter, aber ich bin auch Ingenieur und das möchte ich jetzt vielleicht mal zusammenführen. Es gab ja wirklich kreative Ideen, auch das Thema mit den Autobahnen habe ich schon kommentiert, aber da muss man wirklich auch die praktischen Fragen sehen. Das sage ich jetzt vor allem als Ingenieur. Ich kann halt nicht mit einem Trupp Bauarbeiter einfach auf dem Standstreifen der Autobahn rumlaufen. Da müsste eigentlich sofort die Polizei eingreifen und die Autobahn sperren. Das ist, glaube ich, manchen nicht so klar. Ich denke, man muss aber diese praktischen Fragen denken. Und ich hatte das schon öfter, weil hier jemand mal die Idee hatte, Windräder in einem Autobahnkreuz aufzubauen. Da habe ich gesagt, tolle Idee, aber in der Praxis kannst du das nicht machen. Willst du jedes Mal für eine Wartung die Autobahn sperren? Okay. Das ist keine neue Idee, das ist schon 5 Jahre her. Und das sollten wir vielleicht auch alle, die tolle Ideen haben, berücksichtigen. Es muss auch machbar sein. Und für mich ist das Wichtigste, erstmal alle Dächer zu nutzen. Alle. Da haben auch meine Parteifreunde hier in Wuppertal geschluckt, als ich das vor 2 Jahren gesagt habe. Solaranlagen auf alle Dächer, wirklich auf alle. Auch auf die Stadthalle, die von 1903 ist. Aber auch da müssen Solaranlagen drauf. Und wenn wir damit nicht hinkommen, dann können wir natürlich auch landwirtschaftliche Flächen nutzen. Agri-PV ist da eine schöne Lösung, bin ich inzwischen auch überzeugt, dass man das machen kann und sollte, nicht überall.
aber schon auf einigen Flächen, um eben erstmal den Bedarf zu decken, weil Windkraft ist für uns in Wuppertal überhaupt keine Perspektive. Hier ist zu wenig Wind und wenn da mal Wind ist, dann hat man mindestens den Rotmilan in der Nähe oder einen Golfplatz, wo alle Golfer einen Rechtsanwalt an der Hand haben, die sofort klagen würden, wenn wir da auf die Idee kämen, ein Windrad hinzustellen. Das ist mein Kommentar. Bitte die Praxis mehr berücksichtigen. Danke. Wir können Sie nicht hören. Genau. Nochmal, Entschuldigung, ich habe mein Mikrofon ausgemacht. Ich wollte mich nochmal herzlich bei Herrn Lüdemann bedanken. Das war ja genau die Bitte eben auch, ne, aus der Praxis zu berichten, welche Nutzungskonflikte auftreten und wie man damit umgehen kann. Von daher ganz herzlichen Dank, Herr Lüdemann, Ihren Beitrag. Und jetzt freue ich mich noch, Herrn Jürgen Weber ans Mikrofon, vielleicht auch an die Kamera zu bitten. Und genau, Herr Weber, freue mich, Sie wiederzusehen, nehme ich mal an. Ja, das Wiedersehen klappt leider nicht, weil ich habe das Videosymbol nicht auf meinem Bildschirm. Aber ich würde einmal sagen, fahren Sie die A2 entlang, da steht ein Windrad direkt, also im Autobahnkreuz tatsächlich bei der Abfahrt drin. Also das funktioniert. Ich könnte jetzt auch sagen, bevor ich Bürgermeister war, war ich Polizeibeamter. Ich sage jetzt, ich hatte es ja auch in den Chat geschrieben, wenn man die Autobahn tatsächlich nutzt und nicht Flächen links und rechts daneben, weil die versiegle ich auch schon wieder, warum nutzen wir nicht Flächen, die schon bereits versiegelt sind? Und da stimme ich Frau Petersen komplett zu. Und aus meiner Sicht muss es einfach gesetzliche Regelungen zu geben. Warum darf heute noch ein Gebäude gebaut werden, ohne dass die Verpflichtung da besteht, tatsächlich auch Photovoltaik draufzulegen? Warum können wir die ganzen Rastplätze an den Autobahnen nicht mit Photovoltaik zupflastern? Die Flächen sind schon versiegelt und die Stromleitungen vielleicht nicht in der Gänze ausreichend, aber da liegt zumindest schon was. Und ich muss es auf den Acker nicht zwangsweise tatsächlich anführen. Die Ackerflächen brauchen wir tatsächlich, um uns mit Lebensmitteln zu versorgen. Vielen herzlichen Dank, Herr Weber, ja, auch für den Beitrag. Es hat sich jetzt so ein bisschen so gegen Ende unserer Diskussion, wir steuern jetzt hier tatsächlich auf den Abschluss hin, so ein bisschen so einer der zentralen Themen, die sich so rauskristallisiert, eben diese Flächenverfügbarkeit eben auch durch solche Art von Bündnissen auch zu nutzen. Ja, dann würde ich gerne dem Podium nochmal die Möglichkeit geben zu einer Abschlussfrage, die wir wirklich aber in 60 Sekunden bitte. Ne, also vielleicht auch im Lichte dessen, was wir jetzt so alles auch gestreift haben. Aber so ne, auch im Blick oder im Lichte dieser Diskussion, welches Bündnis wäre Ihnen am wichtigsten, damit die Stromversorgung 2030 auch vollständig aus erneuerbaren Energien gelingt? Welches Akteursbündnis, sagen Sie, ist hier am allerwichtigsten? Ich nehme jetzt mal an, Herr Haste, vielleicht schon die Landwirtschaft, da ist vielleicht schon die 60 Sekunden auch schon beantwortet, aber ja. Ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung. Wir haben gar keine andere Wahl, um das Ziel zu erreichen, alle Akteure wirklich zusammenzukriegen in den unterschiedlichen Konstellationen. Und ich glaube, das macht es am Ende meiner Meinung aus. Ich spreche jetzt in dem Falle, dass ich mich stark daran engagiere, die Landwirtschaft entsprechend mit einzubinden. Ich glaube, es ist auch ein ganz guter Weg, weil ich rede ja auch davon, ich sage natürlich nicht an jeder Stelle 4% der landwirtschaftlichen Fläche und wir reden dann die gesamte Energie Deutschlands, 1600 Terawatt werden erzeugt, also für 4%. Deswegen, wir reden davon, dass wir uns aussuchen können, wo sind die besten Stellen, wo muss man das, kann man das machen, wo lässt man es besser. Also es gibt nicht den totalen, wir müssen das überall tun und ich glaube, so ist das bei allen anderen, so ist es bei Autobahnen, so ist es an allen möglichen anderen Stellen, dass man den richtigen Weg finden muss im richtigen Verhältnis. Vielen Dank, Herr Hastert. Ich gehe einfach mal bei mir der Runde dann weiter. Das ist dann bei mir die Frau Petersen, die Frau Wesselmann und dann die Frau Herrnlauf. Dann wissen Sie schon ein bisschen die Reihenfolge, Frau Petersen. Ja, ich glaube, dass die Kommunen und die Bürgergesellschaften tatsächlich gemeinsam wahnsinnig viel stemmen können, wenn sie sich zusammentun, die Projekte gemeinsam entwickeln. Letztendlich gibt es natürlich auch, die Kommune kann ich einfach genehmigen ohne die Rechtsgrundlage. Das ist natürlich da etwas, wo natürlich dann einfach auch die Rahmenbedingungen stimmen müssen.
Aber ich glaube, gemeinsam sind wir da auf kommunaler Ebene schon auch wirklich stark, weil Energiewende ist dezentral und deswegen müssen wir sie wirklich dezentral umsetzen, überall an jeder Stelle. Vielen herzlichen Dank, Frau Petersen. Frau Wesselmann. Ja, ich schließe mich da auch Frau Petersen an. Es muss regional passieren. Die Kommunen sind die entscheidende Ebene. Vielleicht noch als Akteure noch die Stadtwerke sind bei uns auch immer sehr wichtige Akteure, die in dieses Netzwerk mit reingehören, von Landwirtschaft, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern, Politik, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Also die zusammenzubringen, dass die alle das Gleiche wollen, nämlich die regionale, dezentrale Energiewende. Dann funktioniert das ja auch. Wenn der gemeinsame Wille da ist, dann kann man unheimlich viel umsetzen. Vielen Dank, Frau Wesselmann. Frau Herrndorf. Ja, ich kann mich da meinen Vorrednern und Vorrednerinnen nur anschließen. Also im Grunde haben wir ja schon viel über die Akteure gesprochen und wir haben bestimmt auch ganz viele vergessen. Und letztlich sind einfach unheimlich viele Beteiligte wichtig, damit wir den Ausbau schaffen, aber auch alles, was da dran hängt. Und was ich nochmal ergänzen möchte, weil es jetzt noch nicht gefallen ist, jeder Einzelne ist natürlich auch wichtig, weil wir müssen uns immer vor Augen führen, dass einfach unser enormer Energiebedarf, der ja auch weiter steigen wird durch die Elektrifizierung, dazu beiträgt, dass wir in gewisser Weise auch diese ganzen Konflikte haben. Und je mehr wir uns selber hinterfragen und unser Verhalten anpassen oder auf Effizienz setzen, desto weniger groß ist das Problem oder die Herausforderung. Vielen herzlichen Dank, Frau Herrndorf. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich auch, dass Sie dabei sind noch für Ihre Beiträge und Erfahrungen zu teilen. Ich persönlich nehme auch tatsächlich nochmal eine Reihe so von neuen Erkenntnissen auch noch mit. Zum einen natürlich dieses Flächenübereinanderdenken, aber auch dieser Punkt, die Rollen, ja, also eben Stichwort Prosumer, Frau Petersen, Sie hatten es eben auch so eingebracht, aber auch eben in dem Sinne sektorübergreifend auch zu denken und auch die Rollen in diesen verschiedenen Sektoren auch nochmal neu zu denken und zusammenzudenken. Also das fand ich persönlich tatsächlich nochmal sehr inspirierend, auch was so die Zukunft auch der Thematik angeht. Und ja, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich und würde jetzt zum Abschluss, wir steuern auf den Abschluss des Plenumsprogramms zu. Wie gesagt, im Anschluss gibt es noch die Möglichkeit der informellen Vernetzung. Wie das geht, sage ich im Anschluss. Aber zuerst würde ich gerne nochmal die VeranstalterInnen auf die Bühne bitten. Judith Utz und Sabine Drewes, genau, mit der Frage, ja, wie geht es jetzt weiter, was passiert im Anschluss oder mit den Ergebnissen der Veranstaltung? Genau, vielen Dank auch nochmal für die tollen Inputs und Diskussionsbeiträge in die Runde von meiner Seite. Genau, ich werde auf jeden Fall gleich in dem WonderMe-Raum sein und hoffe, Sie alle am Stehtisch zu treffen und persönlich kennenzulernen. Ich konnte Sie ja jetzt nicht sehen als Teilnehmende. Genau, wie geht's aber weiter mit unserer Reihe Green Cities 2035, neue Allianzen? Und zwar der nächste Termin ist der 22. September und da wenden wir uns dem Thema, was Sie, Frau Büttner, gerade angesprochen haben, nochmal sagen in anderer Weise. Wir fragen, welche Beteiligungskultur braucht, also welche kommunale Beteiligungskultur braucht das 1,5-Grad-Ziel eigentlich? Also was können, was müssen Kommunen tun, um ihre Bürger und Bürgerinnen mitzunehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite tatsächlich aktiv, vielleicht als Prosumer oder mit sozusagen Gestalter, das Transformationspfad tatsächlich zu adressieren und zu aktivieren. Ich bin sehr gespannt darauf und genau, freue mich auf Ihre Anmeldungen. Ja, und am 24. November geht es dann weiter, das ist noch eine ganze Weile hin, aber da geht es noch mal weiter mit dem Thema Wärmewende. Das ist hier ja auch gefragt worden, ob wir hier eigentlich bei Energiewende nur über Strom reden. Wir reden bei diesem Termin ganz explizit über die Dekarbonisierung des Wärmesektors, eine riesige Herausforderung, noch riesiger als die Stromwende hinzubekommen. Und das ist auch ein Handlungsfeld, mit dem die Kommunen sehr viel zu tun
tun haben. Von daher freuen wir uns auch sehr auf diese Veranstaltung und auch dafür können Sie sich schon anmelden. Und ich möchte an dieser Stelle mich noch mal sehr herzlich bedanken bei den Referentinnen für die interessanten Inputs, bei Frau Büttner für die tolle Moderation, auch natürlich bei dem Team hier, was wir hier haben hinter den Kulissen, bei der Heinrich-Böll-Stiftung, bei der Technik. Ja, und ich hoffe, wie gesagt, wir sehen uns gleich noch in dem WonderMe-Raum. Falls nicht, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und einen schönen Sommer. Bleiben Sie am Ball, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie an der Energiewende und am Klimaschutz dran. Bis gleich. Vielen herzlichen Dank, Frau Utz und Frau Drewes. Und wie Sie wissen, die beiden verschwinden jetzt sofort, gehen schon rüber vor in WonderMe. Und ich bleibe noch hier, um Ihnen noch mal so ein bisschen mit an die Hand zu nehmen, wie das funktioniert. Den Link zu WonderMe, den haben die Kollegen schon bereits im Chat gepostet. Sie müssen eine aktuelle Browserversion haben, in den Sie diesen Link hineinkopieren. Und dann ist wichtig, dass Sie Zoom geschlossen haben. Ja? Also wenn Sie können nicht einfach direkt rüber marschieren, draufklicken und dann sind Sie in WonderMe, sondern Sie müssen Zoom erst noch schließen, weil sonst findet die Kamera irgendwie sich nicht zurecht. Also von daher kopieren Sie sich in Ruhe hier erst nochmal den Link aus dem Chat. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, können Sie die hier auch gerne noch im Chat, jetzt ganz normal sozusagen im Chat stellen, dass wir Sie hier möglichst noch betreuen. Genau ganz am Schluss ist jetzt nochmal dieser Link gepostet worden und kopieren Sie ihn sich raus, kopieren Sie sich in Ihren Browser, schließen Sie dann Zoom und dann ist die Möglichkeit in WonderMe auch direkt in direkte Kommunikation miteinander zu gehen, also sich auch wirklich gegenseitig zu sehen. Das ist wirklich ganz toll, viel, viel schöner, als wenn man sich nicht sieht. Ja. Wir bleiben noch ein paar Minuten hier, schauen, ob es nochmal Unterstützungsbedarf gibt. Aber ansonsten bitte ich sozusagen alle, sich dann auch möglichst auf WonderMe schon mal zu begeben. Und ansonsten, wie gesagt, wer dazu keine Zeit mehr hat, wünsche auch ich noch einen schönen Abend. Und wir freuen uns über Feedback natürlich auch. Ich weiß nicht, wer von den ReferentInnen auch noch bei WonderMe dabei sein wird, können Sie uns noch gerne mitteilen. Aber ansonsten lassen Sie sich überraschen. Und haben Sie einfach noch einen guten Austausch. Vielen herzlichen Dank.